Minecraft besitzt zwar viele Mobs, aber man hat sich irgendwann auch satt gesehen an ihnen. Und genau deswegen zeige ich euch in diesem Video 666 Mobs in Minecraft, die du unbedingt testen sollst. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was euer Lieblingsmob ist und vor allen Dingen lasst ein Abo da, um eine weitere Episode dieser Serie nicht zu verpassen. Ich halte euch gar nicht weiter auf, viel Spaß mit dem Video. Wir alle haben in der 1.19 nämlich die neuen schönen Frösche hinzugefügt bekommen, aber das reicht uns nicht. Irgendwie fehlt da etwas, was die Frösche im wenig beschützt oder den Boss der Frösche darstellt. Und da habe ich einen passenden Mob dazu, nämlich diesen großen Gecko. Eine sehr große Variante, welche auch in Swamp, also in praktisch Sumpfbionen anzutreffen ist und tatsächlich auch mal zuschnappen kann. Praktisch der König unter den Fröschen, bloß halt nicht als Frosch, sondern als Gecko. Es gibt auch Mini-Variante, wenn du einmal zur Seite gehst, sieht man das, aber auch diese sind relativ groß. Die laufen genauso halt auch der Mama die ganze Zeit hinterher und können tatsächlich schnell zu einem wirklich sehr ernstzunehmenden Gegner werden, tatsächlich. Jeder kennt diese wunderschönen Flower Forests und ich finde, es fehlen einfach die Mobs, die das Ganze wunderschön machen und naturell. Wie zum Beispiel diese Kohlelydra. Es ist unschwer zu erkennen, dass das Ganze ein ziemlich großer Marienkäfer ist. Das Ganze würde es auch in Kleinform tatsächlich geben, aber das wäre tatsächlich somit einer der größeren Varianten. Des Weiteren sehen wir noch rumfliegende kleine Vögel, die tatsächlich sich gerade in diesen Blütenbiomen nochmal verstärkt aufhalten. Praktisch in Koexistenz mit dem wunderschönen Bienchen. So kann man nämlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten der etwas kleineren Vögel hier erkennen können, wie ihr das sehen könnt. Und tatsächlich auch hier eines Hirschkäfers, was ich extrem cool finde und ich finde, er passt wirklich unglaublich gut ins Spiel rein. Würde sich tatsächlich auch in Baumkronen verstecken, also nicht nur auf dem Boden befinden, sondern tatsächlich auch hier. Des Weiteren haben wir noch ein paar andere Varianten, praktisch wie man es auch bei den Fischen kennt, dass man verschiedene Farben hat. Und des Weiteren könnte sich in diesem Biom beispielsweise nochmal hier ein Käfer aufhalten. Was genau das für einen darstellen soll, kann ich euch nicht sagen. Aber natürlich auch Eichhörnchen, die aber auch in anderen Biomen sich häufen können. Plus hier mit einer erhöhten Spawnrate auf jeden Fall gut unterwegs sind. Dann nochmal einen weiteren kleinen Käfer, den ich finde, der passt einfach auch gut. Dieser hat tatsächlich auch die Möglichkeit, sich in Höhlen zu befinden und dann eine Sache, die auf gar keinen Fall hier fehlen darf, tatsächlich Schmetterlinge, die natürlich auch jede einzelne Blume anfliegen können, aber tatsächlich auch des Öfteren mal in einen Konflikt mit einer Biene geraten können, sodass die Biene auch mal hier einmal zusticht. Das kann schon durchaus mal sein. Doch in dem hohen Gras befindet sich nicht immer nur positives Zeug. Und unter anderem könnten sich deswegen beispielsweise auch in Zukunft Pythons hier verstecken. Da muss ich aber sagen, da ist irgendwas mit der Textur nicht richtig verlaufen. Also so sollte die nicht aussehen. Und hier ebenfalls nicht. Jedenfalls seht ihr aber die Modelle. Diese ist zum Beispiel richtig. Das ist dann beispielsweise eine Grasschlange, die tatsächlich sich auch im hohen Gras befinden kann. Gerade in diesen Wiesen- bzw. Plains-Biomen oft anzutreffen und kann tatsächlich auch bei Bedrohenlage andere Tiere angreifen und auch vergiften. Tödlich ist das Ganze eher nicht, das wäre dann eher bei den Pythons der Fall. Des Weiteren gibt es auch kleinere Spinnen, die man antreffen kann, also nicht nur die großen Spinnen, die man so bei Nacht sehen kann, sondern tatsächlich auch die kleineren Varianten in Form von praktisch kleinen Kindern. So würde tatsächlich aus einem Spinnspawner auch nicht immer eine große Spinne, die uns angreift, rauskommen, sondern tatsächlich auch mal so eine kleine. Gerade in der Dämmerungszeit gibt es Sachen, die tatsächlich spawnen können und nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Wie unter anderem der Nightmare, also der Albtraum. Anders als man sich das in einem Monster vorstellt, ist das Ganze tatsächlich ein verschiedenfarbiges spawnendes brennendes Pferd. Das Besondere an der Sache ist, dass es tatsächlich auch wirklich nur zu einer ganz bestimmten Zeit am Sonnenuntergang anzutreffen ist und tatsächlich auch verschiedene Spawn-Varianten existiert. Unter anderem gibt es nämlich auch eine lilane Variante und eine grüne Variante, welche die seltensten Formen darstellen. Also wie geil wäre das, wenn man tatsächlich das Ganze zähmen würde und damit reiten würde. Problem dabei ist, dass es tatsächlich auch angreifen wird und sich auch auflädt, um dann praktisch auf dich zuzuspringen. Und ihr seht, das Ganze ist das Problem, weil sie nämlich immer einen einholen werden, weil sie einfach deutlich schneller sind. Dementsprechend viel Spaß, dieses Tier zu zähmen. Ein direktes Gegenstück, was tatsächlich nur in Bergbiomen zu finden ist, besitze ich hier in diesem wunderschönen Ei. Findet man nämlich diese wunderschönen Windswept Hills, hat man eben die Möglichkeit, hier am Berge nämlich so einem Greif zu finden. Das Gute ist daran, dass man das Ganze auch reiten kann. Wenn man das Ganze gezähmt hat, hat man nämlich die Möglichkeit, damit auch zu fliegen. Ich hoffe, wir kriegen es halbwegs hin. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie man das macht tatsächlich oder ob das irgendwann einfach toleriert wird. Also es dauert auf jeden Fall 10-mal länger als bei einem Pferd. Ich habe es jetzt zum Beispiel geschafft und wenn man das Ganze einfach mit einem Sattel besetzt, dann hat man die Möglichkeit, das Ganze auch zu reiten. Mit einem Sprung kann man das Ganze immer noch ein bisschen weiter nach oben zu befördern. Und das Gute daran ist, dass tatsächlich sich in der Nähe von einem Greif, welcher tatsächlich sehr selten spawnt, auch so etwas befindet. Also praktisch ein
fliegender bzw. schwebender kleiner Tower, was eigentlich der Spawnpunkt eines Greifs ist. Das heißt, das ist sein Zuhause und das wird auch immer für sich beanspruchen. Was das Ganze schwierig macht, tatsächlich an einen Greif ranzukommen, da man erstmal die Möglichkeit haben muss, hier irgendwie zu landen, ne? Dennoch, eine richtig coole Sache, macht aber dann beispielsweise die Elytra ein wenig unsinnig, deswegen kann ich mir schwierigerweise vorstellen, dass das Ganze irgendwann Bestandteil des Spiels. Eine Sache, die ich mir aber durchaus vorstellen kann, ist tatsächlich so etwas. Ihr könnt vielleicht mit dem englischen Namen nicht so viel anfangen, aber ich helfe euch mal ein wenig. Ich platziere das Ganze einfach mal hin. Das Ganze bewegt sich nicht, kann aber auch am Land erfolgen. Woran erinnert euch das Ganze? Ganz einfach, an einem Seeigel. Wenn wir uns nämlich da jetzt reinstellen, können wir tatsächlich drauf treten und auch durchaus Schaden bekommen. Das Ganze kann uns tatsächlich vergiften und enorm Schaden machen. Dasselbe kann uns aber nicht angreifen tatsächlich und das Ganze macht erst so richtig Schaden, wenn man keine Schuhe anhat. Also da kann ich euch nur von abraten. Eine weitere Sache, die ich mir auch gut vorstellen kann, gerade für die Leute, die auch mal gerne asiatisch bauen, was ich auch schon mal in Hardcore getan habe, ist ein Koi. Ein Koi tatsächlich eine richtig gute Variante, die ich mir durchaus vorstellen kann. Denn ein Koi macht es dann eben möglich, genau wie einen tropischen Fisch, auch einfach zu fangen. Ist eine weitere Variante in Minecraft, die durchaus realistisch ist. Und auch ein wenig so den Entdecker-Instinkt noch ein wenig hervorruft. Denn wir wollen natürlich auch seltene Tiere in Minecraft immer haben. Das ist einfach unser Anspruch. Und hiermit hätten wir tatsächlich wieder einen. Also durchaus ganz cool. Genauso wie diese Fischart, einfach nur eine weitere Variante von einem tropischen Fisch. Aber tatsächlich mit dem kleinen Vorteil, dass es den in unendlich vielen Farben gibt, was das Ganze auch wieder so die Möglichkeit bietet, dass man ihn auch versuchen kann, in jeder Farbe zu finden. Würde zum Beispiel mein Anspruch sein. Aber eine kleine Sache, die ich cool finde, ist tatsächlich dann dieses hier. Und zwar nämlich eine Qualle. Und zwar nicht nur irgendeine Qualle, sondern eine leuchtende Qualle. Würde ich einfach super cool finden. Und tatsächlich, was jetzt hier allerdings nicht berücksichtigt worden ist, dass das Ganze auch einen kleinen Leuchteffekt abgibt. Das ist jetzt leider hier nicht so. Würde ich mir allerdings sehr wünschen. Gehen wir mal zu den etwas böseren Mobs rüber. Und dafür müssen wir einmal kurz die Dimension wechseln. Denn wir müssen einmal in den Nether rein. Der Nether ist tatsächlich für mich schon seit leider zu langer Zeit ein wenig zu uninteressant. Und dementsprechend fehlen meiner Meinung nach ein paar Monster und auch vor allen Dingen Bosse. Wie jetzt zum Beispiel dieser Blackstone Golem. Also ein Golem praktisch auf Höllenart, welcher auch als Boss angezeigt wird. Wir könnten mal gucken, wie stark der wirklich ist. Als Spoiler denke ich mal schon, dass er sehr, sehr stark sein wird. Wir können da mal hingehen und uns das mal angucken. Jupp. Ja, gut. Habt ihr ja kurz mal gesehen, wie stark der wirklich ist. Das Ganze gibt es tatsächlich auch noch in kleiner Version, die tatsächlich so zwischendurch halt einfach mal rumlaufen. Allerdings jetzt nicht als Boss angesehen sind, die allerdings trotzdem wehtun können. Ja, sogar ziemlich wehtun können. Und tatsächlich, eine Sache, die ich unglaublich interessant und tatsächlich auch als realistisch erachten könnte, ist, wenn man eine Bastion antreffen würde, dass man durchaus einen Piglin Beast finden kann. Also praktisch der Boss, welcher zwar nicht als Boss in Minecraft angezeigt wird, aber der Boss der Bastion, welcher dann den Schatz auf direktem Wege beschützt. Und auch der Schaden sagt eigentlich, dass auch dieser auf jeden Fall in der Lage ist, dir ordentlich weh zu tun. Eine Sache, die ich hier links eben gesehen habe, ist tatsächlich auch das Ding. Ein Drache auf Nether Art praktisch, der hier auch ein wenig rumfliegen kann und dich auch angreifen kann. Ist vielleicht nicht die Definition eines Drachen, aber mehr so von einem fliegenden Teufel. Finde ich durchaus cool. Würde cool sein, wenn man das vor allen Dingen nur in bestimmten Biomen, wie jetzt zum Beispiel diesen Wald hier, finden kann. Ansonsten würde sich das Ganze mit dem Gas ein wenig zu sehr überschneiden, meiner Meinung nach. Aber ich denke schon, dass es eine coole Variante sein kann. Wir gucken mal, was er machen würde, wenn ich in seiner Nähe wäre. Er würde mich tatsächlich auch mitbekommen, aber so richtig angreifen tut er mich nicht, okay? Er fliegt eher weg jetzt gerade. Naja, es gibt aber noch weitere Nether-Mobs, die ich euch auf jeden Fall zeigen möchte. Unter anderem hier, diesen Withered Necromancer. Praktisch eine Form, die man auch in den Fortresses antreffen kann. Können wir mal gucken, wie stark die Dinger wirklich sind. Die können tatsächlich auch einen Wither-Effekt auslösen und tatsächlich auch kleine Wither-Skelette bespawnen. Was das Ganze wirklich interessant macht und tatsächlich sie selber sind nicht auf einem Konfrontierkurs. Das heißt also, die würden eher versuchen, uns auf den Weg zu gehen. Wir können sich porten und würden dann immer mehr praktisch diese Wither-Skelette porten. Und das immer, wenn wir ihm zu nahe kommen. Des Weiteren seht ihr, dass wir praktisch halt auch so einen Withering-Effekt haben und auch so ein Gesicht in der Mitte unseres Bildschirms haben, was dann langsam verschwindet. Dann wäre ich tatsächlich auf die Wither-Skelette selber gekommen. Diese würden eben nur aus diesem Necromancer halt rauskommen. Dann würde es noch den Soul Reaper geben, also praktisch die Version eines Wither-Skeletts, die tatsächlich mit einem Bogen bewaffnet ist und auch auf uns schießen würde.
Und die Pfeile lösen selbstverständlich auch Wither-Effekte aus, aber ihr seht, die ganzen Skelette, die beinhalten nicht nur einen ganz normalen Bogen, sondern tatsächlich auch Schwerter an sich. Doch nicht die Schwerter, die wir sonst kennen, sondern halt auch Netherite-Schwerter. Also praktisch sind das die gesteigerten Varianten von einem ganz normalen Wither-Skelett. Und nochmal ein Favorite, eine kleine King-Form oder ein kleiner Boss von den Blazes. Praktisch ein Blaze, was eigentlich ähnlich aufgebaut ist, bloß mit dem Unterschied, dass das Ganze tatsächlich Schilder besitzt. Das heißt also, das Ganze ist nur dann angreifbar, wenn wir wirklich die Lücke finden, zwischen den Schildern durchzuschlagen oder oben drüber. Ansonsten haben wir nämlich Probleme, überhaupt eine Lücke zu finden. Schießt man nämlich einfach so rauf, wird das Ganze immer geblockt. Schießt man ein bisschen drüber, hat man nur so die Möglichkeit, tatsächlich diesen Mob zu töten. Ansonsten ist es schlecht. Hat tatsächlich aber auch eine höhere Droprate von Blaze Rods. Auch hier machen wir ein bisschen weiter mit den abgespaceteren Mobs. Und zwar nämlich The Eye beispielsweise. Tatsächlich ein fliegendes Enderauge, was auch wieder ein Boss darstellen würde. Wäre anzutreffen in den End-Cities. Und ich weiß gar nicht, wie ein Kampf gegen diesen Mob aussehen würde. Ich werde mir mal was anziehen und mal gucken, ob da irgendwas Besonderes dabei ist. So, also es fliegt über uns und es ist auch zu treffen. Wie ein Wither selber, aber macht dann praktisch so einen Strahl auf uns und kann aber jetzt nicht sagen, was das genau auslöst. Na, wie dem auch sei, würde ich eigentlich, oder finde ich von der Textur her auch wirklich extrem cool. Aber müsste man auf jeden Fall noch besser dran feilen. Ansonsten so in dem derzeitigen Zustand natürlich nicht vorstellbar in einer Minecraft-Welt. Eine Sache, die ich mir dennoch eigentlich ziemlich gut vorstellen kann, ist wirklich, wenn man große Höhlen findet, gibt es eben nicht nur die Möglichkeit, Sachen wie jetzt zum Beispiel einen Zombie oder einen Creeper oder eine Spinne zu finden, sondern unter anderem auch die Chance, einen Ork zu finden. Praktisch als großer Beschützer gerade auch in Minenschächten anzutreffen und durchaus ein ernstzunehmender Gegner. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, also sehr aggressiv und macht auch eigentlich gut Schaden. Er leidet wenig, also wirklich sehr, sehr wenig Rückstoß und kann uns tatsächlich seine Haut droppen. Wozu die gut ist, das kann ich euch nicht sagen. Ich habe gerade in der Fischwelt noch einiges vergessen und das werden wir jetzt einmal nachholen. Denn eine Sache, die ich unglaublich cool finden würde, ist tatsächlich das hier. Einen Anglerfisch und zwar nämlich hier mit dem klitzekleinen leuchtenden Ding vor der Birne, aber dennoch muss ich auch hier wieder sagen, leider dieser Leuchteffekt ist leider nicht gegeben. Das wäre halt so cool, denn je dunkler es wird, desto mehr will man ihn auch sehen. Aber ich weiß nicht, ob er tatsächlich uns angreifen würde. Normalerweise ist er ja nicht so ein passiver Fisch in Real Life, aber hier macht das nicht. Eine Sache, die ich dennoch auch ziemlich cool finden würde, gerade wenn man so in die Beach-Biome geht, wie jetzt zum Beispiel hier, wäre tatsächlich so Seesterne. Würde ich unglaublich cool finden und gerade als Dekorationsmöglichkeit würde ich das cool finden. So eine kleine Animation noch hier wäre wirklich schon etwas Feines. Man kann es dann auch einfach aufsammeln mit einem Rechtsklick und das würde ich schon ziemlich, ziemlich cool finden, denn dann haben wir noch mehr Dekorationsmöglichkeiten. Die können nicht nur am Boden haften, wie jetzt zum Beispiel hier, sondern tatsächlich auch an die Oberfläche kommen, wenn man sie droppt. Problem ist bloß, dass man manchmal nicht unterscheiden kann, ob es ein Item ist, was hier gerade droppt oder tatsächlich ein platzierter Seestern, weil da gibt es nämlich kaum einen Unterschied. Hier ein platziertes Item und da ein platzierter Seestern. Eine Sache, die bitte, bitte irgendwann hinzugefügt werden sollte, sind tatsächlich die verschiedenen Schneckenarten. Ich meine, wie cool sind die bitte? Man muss sie ja nicht mal so groß machen. Verschiedene Farben, alles ist möglich und sie würden sich in jedem Biom aufhalten. Vielleicht jetzt so ein Savannenbiom oder ein Wüstenbiom natürlich nicht, aber gerade in diesem Biom, wo Feuchtigkeit existieren kann. Ich meine, wie cool wäre das, so eine Schnecke einfach im Haus zu haben, die dann von links nach rechts läuft und halt einfach nicht verschwinden kann auch, ne? Man braucht sie ja gar nicht mal zu zähmen, aber sie verschwinden halt auch nicht. Eine Sache habt ihr vielleicht jetzt gerade gesehen. Und zwar nämlich in einem Dorf hätte man nicht jetzt nur noch die Möglichkeit, einen Eisengolem anzutreffen, sondern mit einer geringen Chance auch diesen Golem hier. Ihr seht es, es ist ein Automaton irgendwie. Also praktisch eine kriegerische Variante des Golems. Ist auch nicht in jedem Fall so, aber gut möglich. Problem ist bloß, er ist super, super stark. Wir können das Ganze mal austesten. Ich habe Full Netherite-Rüstung. Ich schlage ihn einfach mal und er macht mir 4 Herzen Schaden. Nochmal ein wenig stärker als ein normaler Eisengolem. Und ich finde, würde es schon besonders machen, wenn man den nicht craften könnte oder placen könnte, sondern nur mit ganz viel Glück entdecken kann bei einem Dorf. So hat man nämlich die Möglichkeit, noch jedes Dorf abzusuchen, ob man vielleicht so einmal findet. Ein weiterer Mob, den ich unglaublich gerne hier drin hätte, ist nicht nur die große Variante eines Manta-Rochens, welchen ich wunderschön finde, welche tatsächlich auch in mehreren Varianten zustande kommen können und auch immer gemeinsam auftreten. Also wie ein Fischschwarm tatsächlich auch ein Rochenschwarm. Also einzeln sind diese nicht zu finden.
genauso wenig einzeln zu finden und auch selten sind tatsächlich hier Seepferdchen. Diese gibt es allerdings, soweit ich weiß, nur in einer Variante dann, gelb nämlich. Auch schade, aber wie cool wäre das einfach. Ich meine, die Bewegungen kommen hin, sie räuspern sich manchmal so ein bisschen, also das ist schon was wirklich, wirklich Schönes und wünsche ich mir sehr doll in Minecraft, muss ich sagen. Kommen wir mal zu den etwas größeren Monstern, beziehungsweise Mobs eigentlich eher noch. Ah ne, hier hat man auch andere Varianten. Oh, ich habe euch Blödsinn erzählt, denn man hat tatsächlich auch andere Varianten hier. Und ihr seht es bereits schon, tatsächlich auch Haie. Eine Sache, die ich unglaublich gerne darin hätte, weil dann haben wir nicht nur die Drowned Zombies, die wir hier im Wasser erkennen können, sondern auch mal andere Tiere, die uns angreifen können. Das macht einfach das Schwimmen gerade in einem Wasserbecken auch nochmal interessanter, denn ihr seht, sie machen selbst mit Netherite-Rüstung auch nochmal gut Schaden. Und ich finde, das würde einfach nochmal so die Spannung ein wenig heben, da man nicht überall denn einfach nur ungesorgt und völlig entspannt rumlaufen kann. Dementsprechend auf jeden Fall eine Sache, die ich mir wünsche. Kommen wir mal zu einem Monster bzw. einem Boss, den ich unglaublich gerne in Minecraft hätte. Und zwar nämlich einen Drachen. Bloß als in kleiner Variante, als Babyversion, die man tatsächlich auch zähmen kann. Ich meine, wie geil wäre es, einen Drachen als Haustier zu haben? Als würde aus dem Drachenei, was man tatsächlich dann bei dem Tod des normalen Enderdrachens bekommt, ein Drachenei bekommen, was tatsächlich auch diesen Drachen schlüpfen kann. Das würde ihn so besonders machen und es wäre einfach zu geil. Also wie schön wäre das in Minecraft, oder? Als Alternativvariante zu unserem Greif, den wir vorhin gesehen haben, haben wir hier einen Phönix. Und tatsächlich wäre das eine coole Variante. Man kann ihn zwar nicht reiten, er ist ultra selten, aber er hat einen Effekt. Und zwar hast du automatisch einen Regenerationseffekt, wenn du dich in deiner Nähe befindest. Was das Ganze ziemlich, ziemlich praktisch macht, aber auch zu viele Gründe liefert, ihn einfach einzusperren, um sich in der Nähe zu befinden. Ja, für die nächsten Mobs sollten wir uns tatsächlich mal ins End begeben. Eine Dimension, die wir heute noch gar nicht gesehen haben, aber es wird mal Zeit, dass wir das Ganze uns mal angucken und mal gucken, was wir da so für Optionen noch haben können. Wir haben nämlich einmal ein paar Side-Mobs beispielsweise. Einmal Void-Fragmente, die man so einfach so sehen kann, praktisch, die man dann so beispielsweise sehen kann. Diese können, wie ihr sehen könnt, auch explodieren. Und bieten somit die perfekte Möglichkeit, um Minen oder Bomben zu sein. Des Weiteren kann man allerdings auch neben Endermännern auch noch diese hier feststellen. Diese Ender-Warthogs, die beispielsweise der Gegenpart zu einem Hoglin sind. Auch so eine Art Rammtiere beispielsweise und können uns auch durchaus angreifen. Ich werde mir mal Rüstungs anziehen und wir gucken mal, wie stark das denn wirklich ist. Einmal den Survival-Modus gesetzt und, oh, okay, die sind auf jeden Fall deutlich schneller als ein Hoglin. Ihr seht bereits, sie haben auch so Speed-Partikelchen hinter sich und können tatsächlich auch durchaus uns runterschubsen, was das Ganze ein wenig interessanter machen kann, denn wir haben ja oftmals gerade im End die Möglichkeit, irgendwo runterzufallen. Und damit ist die Gegebenheit auf jeden Fall nochmal anders gemacht. Definitiv etwas, was ich eigentlich ganz cool finde. Das Ganze macht auch wirklich viel Schaden, wie ihr sehen könnt. Und tatsächlich gibt es nochmal einen Gegenpart, nicht nur einmal einen Warthog beispielsweise auch mal in anderen Farben. Tatsächlich wie ein Boss, der noch stärker ist und noch mehr Schaden macht. Ich habe gerade einen OP-Apfel drin. Also praktisch eine seltene Variante von diesen Warthogs da drüben. Und, wie wir eben auch gesehen haben, ein Enderwal. Also tatsächlich der erste Mob so richtig abseits des Drachens, die auch fliegen können. Denn diese können tatsächlich auch ganz einfach die Insel verlassen. Aber das machen sie halt eben nicht immer. Hier beispielsweise haben wir einen gespawnt, der auch hier am Rumfliegen ist. Sie können sich allerdings auch ausruhen hier und wie ihr gesehen habt, sind sie prinzipiell erstmal komplett gegen den Rückstoß immun. Und soweit ich jetzt weiß, greifen sie auch nicht an. Also ich denke, das sind wirklich nur so Deko-Mobs beispielsweise, weil wenn ich jetzt in ihnen drin stehe, da passiert dann auch erstmal nichts. Sie haben auch relativ viel Leben und droppen beispielsweise hier auch wieder ihre Rüstung oder ihre Haut und ein wenig Essen. Tatsächlich würde es doch einen weiteren Boss geben in einem End, welcher möglich wäre. Und zwar nämlich ein Void Shadow. In vielen Hinsichten finde ich ihn eigentlich ganz cool. Ich finde die Größe allerdings eher unnötig. Es ist einfach nicht realistisch, dass ein Monster dieser Größe und diesem Ausmaßes irgendwie an uns rankommt. Des Weiteren ist tatsächlich unklar, was jetzt wirklich die Möglichkeiten von diesem Monster sind. Also es kann mich wegstoßen mit Windstößen, aber so richtig klar, was das Ganze macht,
weiß niemand. Optisch gesehen könnte es irgendwie hinkommen, aber die Texturen sind auch nicht so mein. Dementsprechend sehr, sehr unrealistisch, dass sowas jemals irgendwie hinzugefügt werden könnte. Schade eigentlich. Kommen wir mal nach zu etwas kleineren Tieren, die auf jeden Fall Bestandteil sein sollten. Beispielsweise einfach ein kleiner Igel, der tatsächlich durchaus auch seine Funktion hat, mit dem man sich tatsächlich auch verletzen kann, wenn man drauf tritt. Aber auch super süßes Tier. Das Gute an diesen kleinen Tieren ist, dass man sie dann tatsächlich auch mit der Hand aufnehmen könnte. Okay, ich möchte dich haben, ich nehme dich mit und setze dich bei mir zu Hause beispielsweise aus. Das Ganze funktioniert auch bei der Cricket, die dann auch ein paar Geräusche macht und gerade bei Nacht ein richtig gutes Ambiente herstellt. Nein, bitte nicht. Und man kann diese auch einfach wieder, die kann man auch einstecken. So. Zwei weitere oder drei weitere Sachen, die ich auch noch gut finden würde, ist tatsächlich noch so kleine Strandtiere. Beispielsweise ein Schrimp würde ich ganz cool finden. Die Frage ist bloß, wie bekommt man den, ohne den direkt zu essen? Ah, okay, also die kann man tatsächlich auch dann so einfangmäßig. Diese krabbeln dann auch hier einfach ganz entspannt rum. Genau dasselbe mit einer Einsiedlerkrabbe, die tatsächlich wunderschön aussieht. Und ich finde, das muss auf jeden Fall mit rein. Ich meine, wie cool ist das bitte? Genauso wie eine normale Krabbe, praktisch eine andere Form davon, finde ich unglaublich cool. Krabbe war ja auch im Gespräch und weiß gar nicht, hat die Krabbe jetzt gewonnen? Ja, ne? Nee, das Armadillo oder so, ne? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls wäre das eine richtig coole Variante. Die beiden Tiere würde ich unglaublich gerne in Minecraft haben. Kommen wir noch zu ein paar Waldtieren, die definitiv hinzugehören. Beispielsweise einen Affen. Ein Affe zum Beispiel hätte ich gerne in einem Dschungelbiom, wo die ein wenig rumklettern können. Wäre auf jeden Fall nochmal sehr interessant. Des Weiteren natürlich auch Rehe, da ich denke, diese können auf jeden Fall gut mit hinzugefügt werden. Gerade in den verschiedenen Varianten. Des Weiteren natürlich die Waschbären dürfen auch nicht fehlen. Denn, sind wir mal ehrlich, wer liebt keine Waschbären? Diese können dann beispielsweise auch in deine Kisten gehen und dir das ein oder andere Item auch nochmal entwenden. Was das Ganze definitiv nochmal cooler macht, denn dann hat man eben nochmal die Not, dass man bei seinem Hausbau aufpasst, dass keine fremden Eindringlinge abseits von Spielern eindringen können. Also definitiv so Mobs, die etwas klauen können, das wäre schon nochmal eine Sache, wo ich sage, okay, das hebt die Spielinteresse auf jeden Fall an. Ein Biber definitiv auch, also könnte den ein oder anderen Baum tatsächlich dann auch fällen und den zum Abholzen bringen, was ich auch nochmal interessant finden würde. Ein Stacheltier, was tatsächlich uns auch wehtun kann, wenn es möchte, aber das ist dann eher wahrscheinlich nicht so der Fall. Und natürlich auch nochmal ein Wildschwein, auch ein gängiges Tier in der Wildnis, was uns durchaus auch angreifen kann, wenn es möchte. Und tatsächlich auch gegen Wölfe kämpfen kann. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Bevor wir zu wirklich richtig interessanten Tieren nochmal kommen, die gerade im mythischen Sinne nochmal sehr interessant für uns werden, machen wir nochmal weiter mit so Dingen, die tatsächlich sehr realistisch sind und irgendwann vielleicht wirklich in Minecraft reinkommen durch einen Mob-Vote. Hier zum Beispiel ein Elefant. Brauchen wir nicht zu sagen, kennen wir alle. Beispielsweise eine Giraffe, aber definitiv keine, die so aussieht. Ich meine, was ist das? Die sieht ja richtig schlecht gemacht aus, aber ist ja geil. Genauso wie ein Löwe, der würde auch niemals so aussehen, der würde definitiv anders aussehen. Der Pinguin könnte so aussehen, der war tatsächlich auch schon mal in einem Mod-Vote drin. Ich meine, wie kann man den Pinguin nicht voten? Leute, wer votet bitte diesen Pinguin nicht? Ich meine, guckt euch das mal an, wie geil ist der denn bitte? Ein Strauß definitiv eine Sache, die irgendwann hinzugefügt werden würde, würde dann beispielsweise im Savannenbiom und vor allen Dingen im Wüstenbiom anzutreffen sein. Genauso wie der Flamingo beispielsweise gerade in den Sumpfbiom, denke ich, könnte das realistisch sein. Eine Eule wäre auch nochmal interessant und würde definitiv, oh, das sieht aus wie Hedwig irgendwie, ne? Könnte beispielsweise gut auch mal an einer Baumkrone hängen und gerade bei Nacht für auf jeden Fall richtig schöne Atmosphäre sorgen. Und mein Favorite noch mit hinzu, ein Koala-Bär. Würde ich richtig cool finden, gerade in den Bambuswäldern. Ich meine, was passt denn mehr, oder? Als ein Koala auch nochmal im Bambuswald, würde sich mit dem Panda-Bären definitiv richtig gut ergänzen. Doch das ist noch nicht alles. Meine Vermutung ist tatsächlich, dass wir so etwas irgendwann sehen werden im Nether. Vielleicht nicht mit den Items, die wir jetzt hier vorne sehen werden. Also es ist ein Nether-Ritter praktisch. Und dieser dient praktisch dem Beschützen von möglichen neuen Dungeons im Nether hinzugefügt werden, da bin ich mir ganz sicher. Aber wir brauchen natürlich auch Wächter. Und da, denke ich, könnte das irgendwann hinhauen. Vielleicht nicht so in der Textur, aber das Prinzip könnte ähnlich sein. Natürlich nicht mit enchanteten Netherite-Sachen, weil da bin ich two hits, sind wir mal ehrlich. Das Ganze auch auf einer Skelettgrundlage, bloß mit deutlich mehr Leben. Also die kriegst du nicht so schnell down. Ich hau jetzt hier schon wirklich lange drauf, aber irgendwie haut das nicht ganz hin.
Ja, also da brauchst du schon eine Menge. Und eine Sache, die definitiv noch fehlen sollte, ist hier ein Shroomy. Also da haben wir tatsächlich schon öfter drüber geredet. Tatsächlich gerade in so diesem Mushroom-Biom, ey, das passt doch so perfekt. Oder von mir aus auch im Schwarzwald. Also Schwarzeichenholzwald, ihr wisst schon, was ich meine, in diesem Zauberwald, da würde es definitiv auch mit reinpassen. Oh, guckt mal, hier haben wir sogar noch eine größere Krabbe, das ist ja mal interessant. Aber da denke ich einfach, dass das wirklich hinhauen könnte und vielleicht sogar neue Bewohner für diese Mushroom-Felder werden. Kommen wir jetzt zu den angekündigten mythischen Mobs. Einen von diesen Monstern haben wir tatsächlich schon einmal gesehen, beziehungsweise von den Mobs, denn es ist nämlich diesen Automaten. Also nicht Automaten oder so, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Wie ich gesagt habe, seltener aufzufinden in den Dörfern und praktisch ein besonderer Beschützer eines etwas cooleren Dorfes beispielsweise. Sollte es irgendwann nochmal andere Dörfer geben, könnte ich mir auch ziemlich gut vorstellen, diese beiden anzutreffen. Und zwar nämlich Kobold-Varianten. In einigen Modpacks können wir tatsächlich zum Beispiel solche Sachen wie feindliche Dörfer auch schon erkennen. Und ich finde, das ist nur eine Frage der Zeit. Wir haben zwar Pillager-Outposts, aber cool wäre es wirklich, wenn wir noch... feindliche Dörfer von anderen Sachen, wie zum Beispiel Kobolden oder Zwergen oder sowas hätten, die uns tatsächlich auch angreifen. Also praktisch wie eine feindliche Belagerung, was ich super, super interessant finde. Hier haben wir teilweise die Arbeiter und tatsächlich dann auch die Kämpfer. Des Weiteren würde ich es extrem cool finden, dass man tatsächlich nicht nur die normalen Wölfe hat, wie wir sie kennen, sondern mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auch die Chance hat, dass aus einem dieser Wölfe ein Werwolf werden kann. Wo ich mir schon vorstellen kann, dass dieser denn tatsächlich sich verwandelt, während es Vollmond ist oder Mitternacht, gibt es ja in Minecraft auch, und dann tatsächlich so ein Wolf oder so ein Werwolf praktisch entsteht, was ich unglaublich cool finden würde. Wer weiß, vielleicht hast du halt mit deinem kleinen Hund, den du dir tatsächlich rangeholt hast, doch ein wenig ins Leere gegriffen und er wird dich nachts angreifen. Wer weiß. Der Minecraft-Ozean ist an sich schon ziemlich schön, aber er ist mir einfach viel zu ungefährlich. Deswegen habe ich heute unfassbar krasse Minecraft-Monster in den Ozean gelassen und wir werden testen, wie krass diese Monster wirklich sind. Kommen wir zu einem Mob, den ich definitiv nicht begegnen will. Egal ob in Real Life oder in Minecraft. Und zwar nämlich den Anglerfisch. Und so wie der Name auch schon sagt, kann man sich vorstellen, wie das Ganze aussieht. Also er hat eine Laterne sage ich schon fast, eine Lampe direkt vor seiner Schnauze, so wie es in Real Life auch ist, welche dafür sorgt, dass man gerade in Tiefen das Leuchten sieht und dorthin schwimmt. Und alles, was man dann findet, ist, denke ich mal, selbsterklärend etwas, was man nicht gerne sehen will. Und auch in Minecraft wäre das so ein Gegner, wo ich echt sagen muss, ey, ob ich da ins Wasser springe, überlege ich mir vielleicht doch noch zweimal. Denn wenn ich mich jetzt hier im Wasser befindet, kommt er halt straight auf mich zu und wird mich essen und wirklich direkt in sein Maul reinziehen und ich komme halt auch nicht wirklich weg. Also, naja, es gibt auf jeden Fall deutlich bessere Wege, um zu sterben. Dann gibt es noch eine Art Urzeithai, bloß in Kombination mit einem Leviathan, und zwar nämlich dem Maw. Und das Ganze sieht so aus. Er ist super schnell, super flink, kann auch an der Oberfläche schwimmen und man sieht direkt, okay, mit denen sollte man sich eher nicht anlegen. Auch hier wieder Leuchtaspekte mit reingebracht, sodass die Augen ein wenig leuchten, dass man auch in den größten Tiefen doch schon relativ schnell sehen kann, oh nee, ich muss am besten an Land schwimmen. Er ist wirklich ein sehr, sehr schneller Gegner. Aber trotzdem nicht unsterblich. Man kann ihn töten und das Ganze ist auch möglich. Man sollte sich am besten bloß nicht beißen lassen. Ich dachte mir, ich bringe auch mal irgendwie einen Boss mit rein, welcher ein wenig an Amethysten erinnert. Und dementsprechend hier Mother of the Maze, viel Spaß damit. Ein riesiger Rochen, welcher uns auch mal locker auslöschen kann, aber trotzdem wirklich auch was fürs Auge ist. Ein absolut wunderschöner Mob, sehr, sehr groß und ich glaube, dafür braucht man mehr als nur sich selber, sondern sollte sich vielleicht nochmal einen zweiten seinen Kumpel ranholen, um diesen Mob zu besiegen. Prinzipiell nicht unbedingt ein so aggressiver Mob, außer man kommt irgendwie zu nah an ihn ran, denn er spürt nämlich unter Wasser Vibrationen. Dennoch wird er nur dann aggressiv, wenn wir wirklich doll in der Nähe sind und nicht uns so schnell wie möglich verpissen. Solange wir uns im Wasser befinden und noch irgendwelche Vibrationen von uns geben, wird er uns auch folgen und versuchen uns zu essen. Des Weiteren dachte ich mir, irgendwie brauche ich noch etwas Spielerartiges. Wir haben zwar die Drowns, also die ertrunkenen Zombies, die vielleicht ganz cool sind, aber warum eigentlich nicht irgendwie ein verlorenen Taucher. Dementsprechend, zack, da haben wir den Taucher auch schon, welcher wie ein Meeresgott ist und uns tatsächlich mit Hilfe von seinem Speer sehr, sehr schnell auslöschen kann. Absolut jemand, dem man nicht so gerne begegnen möchte. Ein absolut skrupelloser Killer.
Und auch dieser hat immense Aggressionen und eine Menge Attacken, die gerade für die erfahrenen Spieler sehr, sehr interessant werden könnten. Also auch da muss man sich definitiv sehr anstrengen, um diesen Mob zu töten. Kommen wir zu einer meiner Lieblingsmobs. Ein Aal, bloß einfach mal, ja, ein wenig modifiziert, sage ich es mal so. Spawnen wir den, seht ihr direkt, worum es geht. Wir haben zwar einen Aal, allerdings einen sehr erschreckenden. Er kann nämlich mit seinem Kopf aus dem Wasser gucken, was ihn leicht erkenntlich macht, aber das muss es nicht sein, denn er kann auch unter Wasser eine sehr ernste Rolle einnehmen. Ich meine, wer von euch geht denn ins Wasser und denkt sich, yo, das ist jetzt ein Gegner, den ich definitiv haben möchte? Da sollte man sich denn doch schon einmal vielleicht gut ausrüsten, um hier überhaupt etwas machen zu können, denn auch dieser ein sehr gefährlicher Mob. Er schreit uns tatsächlich auch an und hält uns eher auf Abstand. Er ist jetzt nicht ein Mob, der uns richtig doll daherlaufen wird, aber einer, der uns auf jeden Fall fokussieren wird. Ein ganz bestimmter Fisch, den wir auch mal erkennen werden, wenn wir in ganz bestimmte Gewässer schwimmen, ist der Spinefisch. Der tritt eigentlich mehr so in Kolonnen auf und auch dieser kann uns nach einer gewissen Zeit angreifen. Dafür muss er allerdings trotzdem eine, ja, eher höhere Gesellschaft haben, denn solange es so um die 10 Stück sind, erst dann werden sie die Mut zusammengreifen und uns angreifen. Vorher sind sie dann doch eher schüchtern und suchen das Weite. Um für noch mehr Spaß im Angriff zu sorgen, dürfen natürlich Boote auch nicht fehlen. So haben wir zum Beispiel solche Segelboote natürlich auch gerne mal drinne, die auch Loot für uns bieten, der nicht allzu overpowered ist, aber gerade auch für uns sehr interessant ist. Notenblöcke wäre auch eine natürliche Einkommensquelle hierzu. Ich weiß jetzt aber gar nicht, was hier unten drin ist. Ist hier noch irgendwie... Okay, ne, hier ist nichts drin, aber ist nicht schlimm. Aber auch diese dürfen in Minecraft eigentlich nicht fehlen. Aber natürlich müssen wir uns auch irgendwo an den Realismus halten. Wir haben Delfine drin, aber es gibt natürlich auch noch deutlich weitere Tiere im Meer. Wie jetzt zum Beispiel hier einfach ein riesiger weißer Wal. Es ist mehr ein Blauwal, bloß halt etwas heller geschmückt, welcher definitiv den Ozean sehr attraktiv machen würde. Auch hier sehen wir auch schon bereits den nächsten Mob, einen weißen Hai. Das würde dafür sorgen, dass tatsächlich auch die Meerestiere untereinander miteinander kämpfen würden, wie zum Beispiel jetzt der Hai anfängt, gleich diesen Wal anzugreifen, indem er ihn ein wenig einzirkt. Eine Mischung aus beiden, die es ja auch in Wirklichkeit gibt, ist tatsächlich der Walhai und auch dieser darf nicht fehlen. Hier sehr realistisch dargestellt, auch mit den weißen Flecken, wie es halt in Wirklichkeit auch ist. Ein sehr passiver Hai, welcher allerdings trotzdem die Jagd auf Fisch machen würde. Ein riesiges Tier, was definitiv nochmal den Adventure-Effekt in Minecraft definitiv heben würde. Gerade hier mit diesen gesamten Algen und ab und zu kommt da mal so ein Tier zwischen, finde ich schon definitiv sehr ansprechend. Dazu passt natürlich auch der Beluga-Wal, auch ein sehr harmloses Tier, welches aber definitiv gerne mal irgendwie in mein Aquarium rein sollte. Dementsprechend auch ein Tier, wo man auch sagen könnte, okay, ich baue mir doch nochmal ein Becken direkt neben mein Haus und lade einfach diesen Kollegen mal ein, um dort ein wenig rumzuschwimmen. Hier haben wir dann einmal diesen großen weißen Hai, den ich eben angesprochen hatte, den sollte man aber am besten nicht in die Quere kommen. Denn er wird genauso, wie es in Wirklichkeit auch ist, auch den Kontakt zu uns suchen und uns ein wenig einkreisen und nach einiger Zeit anfangen, uns zu attackieren. Aber auch dieser Kollege ist definitiv angreifbar, wenn man das Ganze klug anstellt. Passend dazu natürlich auch der Blauwal. Ein wenig hell meiner Meinung nach, aber hier sehr ähnlich zu dem weißen Wal, den wir vorhin auch hatten, bloß ein wenig länger gezogen, auch ein Riesentier, was definitiv gut in Minecraft reinpassen würde. Die Hitbox muss natürlich dann angepasst werden, da ansonsten so etwas hier passiert und der ein wenig reingeglitscht wird. Das heißt, man sieht das auf jeden Fall, dass das Ganze noch nicht ganz ausgereift ist. Weitere Mobs, die definitiv ins Spiel gehören, sind zum Beispiel auch den Great Thresher. Also praktisch ein unglaublich mysteriöser Mob aus dem Urzeitgeschehen, was tatsächlich ein weiterer Mob wäre zum Beschützen von Monumenten. Gerade von den umliegenden Gebieten. Hat man also ein Monument erreicht und möchte gerne rein, muss man erst an diesen Kollegen vorbei. Ihr seht bereits, er hat eine unglaublich schnelle Schwimmkraft. Das heißt also, er ist sehr, sehr fix unterwegs und kann sehr, sehr schnell Angriffe machen. Das heißt, ihr habt nicht viel Zeit, um wirklich den Angriff zu starten und diesen Kollegen, ja, die Hufe hochreißen zu lassen. Sagen wir mal so. Trotzdem sollten auch kleine Features gemacht werden, wie zum Beispiel bestimmte Fische wie den Laienfisch hinzuzufügen, welche auch definitiv dafür sorgen kann, dass wir sterben, da das ein sehr giftiger Fisch ist anhand seiner Dornen, die er besitzt. Und definitiv ein sehr interessanter Fisch, welcher nochmal ein wenig mehr Aufregung
auslösen würde und gerade aber auch ein sehr schöner Fisch ist, was auf jeden Fall es worth it macht, versucht diesen irgendwie in seinen Eimer zu bekommen und dann doch ins Aquarium reinzulassen. Wir haben zwar eine Nautilus Shell in Minecraft, aber die Nautilus selber nicht. Dementsprechend auch sehr interessant, wenn wir die Nautilus selber noch haben würden, also eine Urzeitwasserschnecke. Und das wäre sehr interessant, die auch mal so zu sehen, weil angeln können wir sie ja, aber wir haben sie einfach so in Minecraft nicht drin. Wäre definitiv eine Maßnahme, die man mal ergreifen könnte, meiner Meinung nach. Schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr es auch so sehen? Sonst habe ich hier noch einen weiteren Fisch, welcher allerdings jetzt nicht so ausschlaggebend ist. Einfach nur, um das Ganze hinzuzufügen und ein wenig, ja, hervorzuheben. Allerdings habe ich einen Fisch, der tatsächlich sehr bekannt ist und auch in vielen Gewässern in Deutschland heimisch ist, und zwar nämlich der Hecht. Was dafür sorgen würde, dass wir auch hier wieder einen Fisch haben, welcher andere Fische jagt. Also endlich mal einen Raubfisch nochmal mit drin, der vielleicht uns selber nichts anhaben kann, aber definitiv gerne mal auf die Reise geht und sowas wie zum Beispiel diesen Fisch anfängt zu fressen, was es sehr, sehr interessant macht, meiner Meinung nach. Er nimmt sich auch sofort das Item und schwimmt damit weg. Wir haben zwar ein Phantom, aber das Ganze attackiert dann ja auch nur über Wasser. Zumindest ist typisch. Also sie können zwar auch unter Wasser angreifen, aber sind ja nicht unter Wasser heimisch. Dementsprechend haben wir hier ein Phantom mitgebracht, welcher tatsächlich unter Wasser heimisch. Ein sehr, sehr hübsches Ding, was tatsächlich auch uns die Nerven rauben kann, wenn wir im Wasser sind, was das Ganze nochmal deutlich riskanter macht. Er sieht ein bisschen abgewandelt aus, die Grundstruktur stimmt also, aber ein sehr, sehr interessantes Tier, meiner Meinung nach. Eine weitere Sache, die definitiv nicht in Minecraft fehlen darf, aber sehr sinnvoll wäre, sind tatsächlich Trading-Schiffe. Das heißt also, dass Villager-Dörfer dafür sorgen, dass tatsächlich auch deren Dörfer verschiedene Schiffe schickt, um zu traden. Und wie ihr eben gesehen habt, gibt es auch einen kleinen Haken daran. Und zwar gibt es nämlich manche Schiffe, die von Weitem aussehen, als wären es normale Schiffe, aber sich dann als ein verzaubertes Hexenschiff darstellen. Sodass ihr dann nämlich nicht nur ein normales Schiff habt, sondern auch einen Dungeon, den ihr looten müsst. Dort gibt es nämlich dann auch einen Mob, den es zwar im Spiel gibt, aber der bisher noch keine Funktion hat. Und nämlich zwar der Illusioner. Dieser würde dadurch nämlich eine Funktion bekommen, was das Ganze sehr interessant macht. Hier würde man nämlich auch an Spawner kommen und tatsächlich auch ein wenig Sachen, die man looten kann, zum Brauen zum Beispiel. Was meiner Meinung nach das Looten von solchen Schiffen definitiv sehr interessant machen würde. Aber nicht nur solche Schiffe sollte es geben, nämlich auch solche zum Beispiel, dass wenn wir jetzt hier lang fliegen und wir tatsächlich auch Pillager-Schiffe entdecken können. Das heißt auch hier wieder Sachen, die man looten kann, mit unterschiedlichen Sachen drin und auch hier wieder Sachen, die man des Öfteren mal gebrauchen könnte. Super basic und super attraktiv. Aber natürlich gibt es nicht nur negative Schiffe, sondern tatsächlich auch Schiffe mit ganz bestimmten Villagern, die dafür sorgen können, dass wir Items oder Bücher bekommen, wo wir sonst echt lange brauchen würden, um diese zu bekommen. Es wäre einfach ein perfektes Paradebeispiel, warum es letzten Endes auch Shipwrecks gibt. Ich meine, es gibt Shipwrecks, aber keine Ships. Und ich finde, das ist eine Sache, die definitiv in Minecraft noch fehlt. Wir starten direkt mit dem ersten Mob und zwar ist er nämlich gemacht fürs End. Und zwar haben wir ja mittlerweile auch wirklich nicht mehr so viele Varianten im End. Wir haben die Schalker, wir haben die Endermänner und die Endermites. Das war's soweit. Aber was ist eigentlich, wenn es zwischen den Endermännern auch einfach Unterschiede gibt? Wie zum Beispiel jetzt ein Snareling. Ein Enderman mit, leichten Veränderungen, jedoch ähnlicher Funktion. Und zwar können wir auch diesen angucken und dieser teleportiert sich ran und stunt uns ein wenig. Das heißt, wir können uns tatsächlich nicht bewegen für die Zeit und er droppt ebenfalls Enderperlen. Wie ihr gesehen habt, hat er auch eine andere Möglichkeit zu attackieren. Ich weiß nicht, ob er uns tatsächlich auch angreift, wenn wir ihn nicht angucken. Ich denke mal nicht. Also das Feature ist genauso geblieben. Und ihr seht, wie er uns attackiert. Und zwar nämlich mit Hilfe von seinen abgekrönten Armen. Teleportieren kann er sich trotzdem. Er ist damit nicht unbedingt stark, aber kann in Kombination mit anderen Endermännern auf jeden Fall für deutlich mehr Probleme sorgen. Kommen wir zu einer erweiterten Form eines Skelettes, was tatsächlich das Ganze nochmal deutlich spannender macht, gerade wenn es bezüglich Dungeons funktioniert. Und zwar nämlich den Vanguard-Skeletten. Ein Skelett, was es möglich macht, auch Schüsse abzufangen mit Hilfe von dem Schild und deutlich mehr Schaden zu machen. Das heißt also, das Skelett ist nicht mehr spezialisiert darauf, einen Bogen zu tragen und damit Schaden zu verursachen, sondern kann mittlerweile dann auch mit Hilfe von Schwertern Schaden verursachen. Wir können mal gucken, wie stark das Ganze ist. Erkennt ihr das? Wird das Ganze auf uns zulaufen? Wir können es nicht hauen, also es hat ganz normal dieselbe Funktion wie unser Schild zum Beispiel auch. Blockt das Ganze ab und sticht dann zu. Was das Ganze viel attraktiver macht, wenn es so Richtung Dschungeltempel geht. Und man muss natürlich dann auch gucken,
dass das Ganze gut getimed ist. Ihr seht auch schon, dass tatsächlich das Skelett eine gute Reichweite besitzt. Also von da an ist das Ganze schon schwierig. Und wenn man jetzt nicht voll Diamant ist, kann das schon mal kritisch werden. Eine noch gesteigerte Variante davon, was man dann als Skelett-Boss nehmen kann, ist ein Necromancer. Ein Necromancer ist praktisch ein sehr großes Skelett, was es möglich macht, auch mit Magie zu agieren. Wenn wir das Ganze mal probieren. Es spawnt nämlich Zombies. Also praktisch, es schießt nicht nur irgendwelche Sachen auf uns, sondern sorgt auch dafür, dass das Ganze mit einer Armee agiert. Was das Ganze ziemlich schön macht. Und wenn wir getroffen werden, können wir ja mal testen, was passiert. Wir werden weggestoßen und es wird immer verlängert, wie ihr sehen könnt. Wir werden weggestoßen, er spawnt wieder seine Zombies. Und ich weiß jetzt selber nicht, wie er im Nahkampf ist. Da agiert er schnell, aber er ist nicht im Nahkampf so gut. Das heißt, deswegen versucht er auch vor uns wegzulaufen, um die Distanz zu wahren eben. Das heißt, wenn wir schnell genug sind, haben wir immer noch die Möglichkeit, ihn zu töten. Definitiv eine coole Variante, die man mit einem neuen Dungeon definitiv gut mit reinbringen kann, oder? Eine erweiterte Form der Pillager. Sollte irgendwann ein weiteres Pillager-Update kommen, was es möglich macht, nicht nur Outposts zu haben, also einen Außenstützpunkt, wir brauchen ja auch irgendwo einen zentralen Stützpunkt. Sollte man es haben, wird es nicht nur einen König geben, sondern tatsächlich auch Leute, die den König beschützen. Und somit kommen dann die Royal Guards ins Spiel. Pillager, die es möglich machen, gezielt diesen König zu beschützen, was ja jetzt eigentlich noch die Vexes machen. Das Ganze passt ziemlich gut rein, wenn wir das Ganze mal probieren. Er ist sehr schnell, macht gut Schaden und kann auch Angriffe von uns blockieren. Er ist gut gerüstet, ihr seht also, das Ganze ist mit Netherite Armor versteckt und macht das Ganze deutlich ansprechbarer. Gerade wenn es darum geht, wenn noch irgendwie ein zentraler Stützpunkt für die Pillager mit reinkommen. Wie ihr gesehen habt, hat er tatsächlich nicht nur das, sondern er kann auch einen Royal Helm droppen, was das Ganze ziemlich cool macht und tatsächlich auch Kneepad und dieses Schild. Damit macht er es möglich, dass wir auch damit komplett neu verschiedene Rüstungsteile ausstatten können, die wir tatsächlich nur durch das Töten von diesen Mobs erhalten würden. Passend dazu zum zentralen Stützpunkt haben wir dann noch einen Mage. Also ein Zauberer, der es möglich macht, auch andere Pillager zu heilen, sollten wir sie attackieren. Was das Ganze nochmal deutlich anspruchsvoller macht, denn wenn diese Royal Guards die ganze Zeit von diesem Mage eben geheilt werden, dann ist das Ganze nicht mehr so einfach zu besiegen. Ansonsten ist das Ganze relativ passiv, wie man sehen kann. Er läuft eher weg, kann uns höchstens einmal so auf den Boden schleudern, was auch eigentlich ganz gut Schaden macht. Und auch hier sich noch verdoppeln, damit wir nicht mehr herausfinden können, was ist jetzt eigentlich der Wahre. Und ihr seht, er ist tatsächlich noch stärker, als man denken würde. Wir wissen nämlich nicht, welcher Mob wirklich der richtige ist. Denn nur diesen können wir töten und nur dann haben wir tatsächlich auch das Ganze besiegt. Dementsprechend definitiv ein sehr anspruchsvoller Mob. Eine weitere Sache, die ich unglaublich gerne drin hätte in einem neuen Biom, wären die Wraith. Das heißt also die Geister, die es möglich machen, das Innere von uns auszusaugen, also in der Theorie. Wir gucken uns das mal an, wie das Ganze in Survival ablaufen würde, wenn wir jetzt hier einen hätten vor uns. Tatsächlich würde er sich wegteleportieren können und auch wieder hin teleportieren können. Er kann uns nämlich auch im Brand setzen, und zwar sehr starken Brand. Ihr habt eben gesehen, nämlich 1,5 Herzen pro Tick, was wirklich deutlich mehr ist und tatsächlich 3-mal so stark ist wie ein normales Feuer. Das Ganze macht es nicht so einfach. Man kann ihn allerdings im Gegenzug zu einem Enderman auch mit Pfeilen treffen, was ich sonst eigentlich nicht erwartet habe. Und er droppt Fire Charges. Also eine natürliche Quelle, wie man an Fire Charges kommen kann. Kommen wir zu einem Mob, den ich echt gerne hätte. Und zwar nämlich ein Redstone Golem. Das. Und zwar würde er sich im Nether rumtreiben. In diesen sogenannten Magma-Biomen wäre er anzutreffen und ist mit einer der stärksten Mobs überhaupt im Spiel. Ihr seht, das Ganze, er leuchtet auf und wird dann solche Art, was ist denn das eigentlich genau, sind das Minen? Ja, es sind so eine Art Minen, wenn ich rauflaufe, genau explodieren die und des Weiteren läuft er uns daher und ist dabei deutlich schneller als der normale Eisengolem. Er schlägt uns auch enorm weg und sorgt dafür, dass wir auch das öftere Mal Auge machen, was wirklich jetzt vor uns ist, und er kann uns mit einer Rückhand, selbst mit Full Diamantrüstung, 4 Herzen Schaden machen, was schon beachtlich ist. Im Nahkampf ist er deswegen eigentlich fast unschlagbar, man muss tatsächlich auch den Fernkampf suchen, ansonsten hat man eben ein Problem. Jetzt muss ich überhaupt mal gucken, wie ich ihn überhaupt töte, weil das Ganze ist nicht ganz so einfach, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe jetzt bestimmt schon einen halben Stack Pfeile in ihn reingebuttert, aber er besteht halt auch aus Stein, dementsprechend ist das nicht so einfach. Nahkampf kann man tatsächlich fast gar keine Hits landen, das heißt also, das ist nochmal schwierig. Schwierig ist auch, wenn man das Ganze in einem Bergbiom macht, da er einen halt enorm weit wegschlagen kann. Wenn man ihn getötet hat, so wie ich jetzt, droppt er tatsächlich Cobblestone und Redstone. Den Loot kann man natürlich anpassen und noch irgendwas Cooles anderes dazu bringen, aber prinzipiell eine gute Idee. Für die Lush Caves müssen wir natürlich auch was vorbereiten, denn die Lush Caves beinhalten ja keinen einzigen negativen Mob, der mit hinzugekommen ist. Doch warum eigentlich nicht? Der Whisperer ist hier eigentlich eine gute Ansprechstation, also eine laufende, fleischfressende Pflanze. Wir können uns das Ganze mal angucken, wie das Ganze aussehen würde. Genau.
kann halt dafür sorgen, dass wir hier unter Wurzeln gefangen sind und uns nicht weiter bewegen können. Des Weiteren würde er tatsächlich dafür sorgen, dass er nicht nur Ranken schießt, sondern auch noch weitere fleischfressende Pflanzen einfach aus dem Boden herauszieht, was das Ganze sehr anspruchsvoll macht, ihn zu töten. An diesen kann er hochklettern, wie ihr gesehen habt. Und diese Dinger sind auch wirklich für Jumpscares bereit, da diese aus dem Nichts aus dem Boden schießen. Wir gucken einmal, sind die darunter noch angebracht? Nein, okay. Also die sind nur temporär dort. Definitiv ein starker Mob, den ich schon gerne mal hätte. Der Boss-Mob dazu wäre ein Leap-Leaf. Also dieses Teil hier. Das ist praktisch eine ziemlich stark mutierte Pflanze. Wir können das Ganze mal austesten, wie stark das Ding wirklich ist. Auch hier ist es wie ein Gorilla, springt auf uns zu und kann uns hauen. Und wir können einmal gucken, was das Ganze macht. Es macht so um die 2,5 Herzen Schaden, also schon ziemlich stark. Ist aber jetzt, muss ich sagen, nicht stärker als den Whisperer, den wir vorher hatten. Aber anscheinend kann er sich duplizieren, wie ich das gerade richtig sehe. Und noch einmal passend dazu, was der Unterschied ist zu diesen Ranken, die wir eben gesehen haben, die geschickt worden sind, sind Quick-Growing Vines. Das heißt also Vines, die sich prinzipiell unter dem Boden einnisten, wie wir es sehen werden, und dann nach oben schießen, wenn wir in der Nähe sind. Damit machen die uns Schaden, wir laufen hier einmal drüber und diese können wir dann auch töten, wenn wir das wollen. Sie können allerdings aus dem Nichts nach oben schießen und damit das Spannungsgefühl gerade in diesen Höhlen definitiv steigern. Kommen wir mal zu einem weiteren Golem, den wir auch gerne mal im Spiel hinzufügen können, und zwar nämlich der Squall Golem. Das Ganze besteht aus Hälfte Gold, Hälfte Eisen und damit einem Mittelweg zwischen dem ganz normalen Golem, wie wir ihn kennen, und einem Gold Golem. Er fährt sich erst hoch und anschließend tatsächlich macht er, ja, Auge, ist sehr aggressiv und tatsächlich auch deutlich schneller, als man es denken würde. Zu töten ist er unglaublich schwer, er bekommt nämlich auch überhaupt kein Knockback und ist tatsächlich schnell auf den Füßen, was das Ganze nicht ganz so einfach macht. Wenn wir das Ganze jetzt aber mal probieren, ich habe auch schon überlegt, wie können wir den einbauen, wir bekommen Gold und Eisen drauf, alles okay, aber man kann ihn zum Beispiel in irgendwelchen Dungeons mit einbauen, als Bewacher von Kisten zum Beispiel. Für den Nether ist natürlich auch eine weitere Piglin-Variante vorgesehen, und zwar nämlich der Fungus-Thrower. Das heißt also ein Piglin, der das möglich macht, einfach ein paar Pilze zu werfen und uns damit Effekte zu geben, wie Poison zum Beispiel. Und das Ganze nicht mal schlecht. Er ist auch ein relativ passiver Mob, das heißt also, er wird immer versuchen, von uns wegzulaufen, weil er im Nahkampf kann er halt einfach nicht viel machen, wie ihr eben gesehen habt. Aber er kann auch definitiv nerven. Gerade mit Gift kann er uns mit diesen Flächen auch deutlich was anhaben. Und ich finde allgemein, es gibt zu wenig Mobs, die einen Gift-Effekt auf uns wirken lassen. Dementsprechend ganz cool. In der Oberwelt kann er dann zu einem Zombie-Pigment werden und erst dann wirft er wieder seine Fungus-Dinger, wenn du ihn angreifst. Ansonsten bleibt er in der ganz normalen Welt friedlich. Kommen wir zu einem weiteren Wassermob, und zwar nämlich der Wave Whisperer. Also praktisch eine Unterwasserpflanze, die immer versuchen wird, irgendwie den schnellstmöglichen Teich zu erreichen. Und wir können mal gucken, was passiert, wenn wir dann in der Nähe sind. Sind wir dann in der Nähe, ähnliches Gefühl, wie wir es bei dem anderen auch hatten, kann uns fesseln und sorgt eigentlich für Wasserpflanzen. Macht es allerdings deutlich tödlicher, weil man halt im Wasser nicht so schnell hier wegkommt. Die Pflanzen, wie ihr gesehen habt, schießt tatsächlich auch noch weitere Giftpfeile, was das Ganze noch deutlich schwieriger macht, als man denken würde. Die Reichweite von diesem Vieh ist tatsächlich sehr hoch und macht es auf jeden Fall einen, ja, ebenwürdigen Gegner. Kommen wir zu einem weiteren Monsterboss, gerade im Endbereich, und zwar nämlich der Ender Sand. Der Ender Sand sorgt dafür, dass das gesamte Umfeld komplett neblig wird und kann sich auch hier teleportieren. Direkt auf der zentralen Brust hat er ein Enderauge und wir gucken einfach mal, wie er drauf ist, wenn wir uns in seiner Nähe befinden. Er macht relativ viel Schaden, kann sich wegteleportieren und uns tatsächlich auch in einem unsichtbaren Zustand hitten. An Schaden kassiert er jedoch relativ in Ordnung, bekommt kein Knockback, was ihn eigentlich gut verwundbar macht. Zu treffen ist er tatsächlich nicht. Zu treffen ist er tatsächlich, wenn wir mit dem Bogen auf sein Enderauge schießen. Treffen wir das Enderauge, wird es nicht nur blinzeln, sondern tatsächlich auch dazu sorgen, dass er auch Schaden bekommen wird. Wir können einmal gucken, was dieser Mob uns bringen würde, wenn wir ihn töten würden. Denn mit einer Chance von 25% kann er uns ein Enderauge droppen und ist damit eine natürliche Einkommensquelle für ein Enderauge, was anschließend wieder für neue Farmen sorgen könnte. Kommen wir zu einem weiteren Endmob, den ich unglaublich gerne dabei hätte, und zwar nämlich der Blastling. Der Blastling ist tatsächlich eine mutierte Variante vom Enderman, der ein wenig mehr draufhaut. Eine Mischung zwischen Enderman und Golem, welcher uns beschießen kann mit Hilfe von seinem Arm. Und wenn er uns trifft, macht er tatsächlich auch gut Schaden. Ich finde die Optik von ihm tatsächlich sehr gut und er macht es unglaublich schwer, an ihn ranzukommen, weil je näher du kommst, desto besser trifft er dich natürlich, was das Ganze nicht ganz so einfach macht. Tötest du ihn, kannst du auch eine Enderperle bekommen, wie wir es auch jetzt schon getan haben.
Aber ziemlich cool, ich mag diesen Look mit diesem pinken Feuer noch drin. Wir brauchen natürlich auch ein Blaze-Upgrade. Haben wir das nämlich? Zack, dann haben wir hier ein Wildfire. Also eine Variante, die tatsächlich noch besser geschützt ist, wenn es darum geht, zum Beispiel beschossen zu werden, da das ja mit Abstand die einfachste Variante ist, einen normalen Blaze zu töten. Das Ganze fällt hierbei völlig weg. Er schießt wie ein Gas tatsächlich auch Feuerbälle auf uns und kann uns anzünden. Allerdings ist er nur dann eingreifbar, wenn wir tatsächlich ihm seine Schilde weggeschossen haben. Dann können wir in den Nahkampf gehen und tatsächlich die Überreste bekämpfen mit Hilfe von Bogen oder halt auch Schwert. Natürlich brauchen wir auch Mobs, die tatsächlich denn etwas weniger angsteinflößend sind, wie zum Beispiel ein Wal. Auch dieser kann natürlich uns angreifen, wenn wir ein wenig Pech haben, aber er wird definitiv dem Spiel etwas Gutes tun, da einfach das Seeleben ein wenig aufwerten würde. Man hört natürlich seine Sounds auch unter Wasser, wie es in Real Life auch ist. Und das Ganze schallt auch ganz schön, deswegen ist er auch in weiter Entfernung gut zu hören. An sich schon ein Upgrade definitiv und sollte unglaublich doll reingepatcht werden, meiner Meinung nach. Gerade im Dschungel würde ich es auch extrem genießen, wenn wir einfach das öftere Mal so etwas sehen könnten. Ein Gorilla. Eine Sache, die ich unglaublich gerne haben würde, vor allen Dingen auch mit den unterschiedlichen Varianten, dass man zum Beispiel mal einen Silberrücken hat, mal ein Weibchen, mal ein Männchen und tatsächlich auch dort regelmäßig dafür gesorgt wird, dass auch die Rangordnung eingehalten wird. So können Silberrücken auch gegeneinander kämpfen, um das Machtverhältnis zu klären. Eine Krähe ist definitiv auch etwas, was ich gerne mit drin hätte, was gerade in so Biomen, wo etwas abgebrannt ist, ein Lavasee oder vielleicht auch tote Bäume liegen würden, definitiv gut reinpassen würde. Wenn man das jetzt noch verbindet, dass wenn ein Tier stirbt, anschließend ein wenig was auf dem Boden liegen bleiben würde, würde es anschließend auch Sinn machen, wenn sich Krähen da in der Nähe aufhalten würden. Würde ein wenig mehr realistisch wirken. Wie ihr sehen könnt, haben wir auch hier Ameisen, was ihr auch schon in einem anderen Video gesehen habt. Hier hinzufügen seht ihr ja, dass wir auch hier noch einige Nester sogar dafür haben. Dafür können wir einfach mal unterirdisch gucken. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, aber hier haben wir einige Nester, wo überall auch Ameisen rauskommen können. Das Ganze erstreckt sich ziemlich weit unter die Erde und sorgt dafür, dass man auch die verschiedensten Ameisenvölker auch besitzt. Auch diese könnte man auch mal unterscheiden, dass diese auch Krieg miteinander führen können, so wie es in der Wirklichkeit auch ist, oder sich sogar miteinander verbünden. Auch so hätte man eine Menge Minecraft aufgeholt. Des Weiteren würde es selbstverständlich auch Sinn machen, dass es auch Würmer gibt, die sich tatsächlich auch in Essen wiederfinden können. Nimmt man also Essen nicht rechtzeitig mit und hat zum Beispiel ein Tier getötet und es droppt zum Beispiel Fleisch einfach hier unten hin und nach einer gewissen Zeit sollten sich darin zum Beispiel Würmer befinden, was das Ganze denn beim Verzehren giftig macht. Das heißt, auch da sollte man dann regelmäßig darauf achten, dass man das Fleisch direkt mitnimmt, brät und tatsächlich auch in Kürze isst. Denn sonst hat man ja unendlich Essen die ganze Zeit und niemand hat mehr Essensprobleme, was das Spiel ein wenig zu einfach macht, meiner Meinung nach. Eine Sache, die ich unglaublich gerne auch hätte, gerade im Savannenbiom, wäre ein Rhinoceros. Einfach, dass ein weiteres Mob wäre, einfach, das nochmal gezielter an Stellen anzutreffen ist, wo es sonst eigentlich keine Varianten gibt. Wie zum Beispiel im Savannenbiom, da gibt es ja nicht so viele außergewöhnliche Mobs, die wir da antreffen können. Da würde sich so ein Rhinoceros definitiv gut anbieten. Gerade mit so einem Kind, was die ganze Zeit hinterher tackelt, ist das schon ziemlich cool und vor allen Dingen, wenn man dann an das Kind rangeht, dann ist das natürlich kritisch für das Rhinoceros. Genau dasselbe haben wir mit den Bisons auch. Haben wir hier Kinder dabei, wie zum Beispiel jetzt das kleine Ding da, und gehen da irgendwie in die Nähe ran, dann hast du natürlich ein Riesenproblem mit einem Bison, was definitiv ziemlich gut in Minecraft reinpassen könnte, weil es ja auch in Herden vorhanden ist. Und wenn man dann noch einen Predator dazu nehmen würde, wie zum Beispiel ein Löwen oder irgendwie ein Alligator oder ein Krokodil, wie zum Beispiel das hier, dann würde das Ganze wirklich sehr viel Sinn machen. Auch hier gibt es Machtkämpfe zwischeneinander, wie ihr eben sehen konntet. Diese greifen sich auch an. Das heißt, auch da das Zwischenverhältnis zwischen diesen Mobs wäre nochmal enorm gestärkt. Das würde ich mir auch definitiv wünschen in Minecraft, dass die Mobs auch miteinander interagieren können. So, wir haben eine Menge zu tun, eine Menge Mobs zu erkunden und es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Mob irgendwann später hinzugefügt wird, doch jetzt ist es erstmal unwahrscheinlich. Wir starten mit einem Mob, der tatsächlich auch ziemlich cool ist, meiner Meinung nach, und zwar nämlich ein Krokodil. So sieht das Ganze aus, das Ganze ist auch so gestaltet, dass es wirklich auch so reingefügt werden kann und hat natürlich auch genau die Effekte, die es tatsächlich auch realistisch bekommen könnte, wie diesen hier zum Beispiel. Also es sollte wirklich auf die Jagd auch gehen, wie ihr sehen könnt. Natürlich allerdings auch auf uns. Ich muss ehrlich sagen, eigentlich passt das Ganze schon ziemlich gut rein, wenn man überlegt, dass das in einem Sumpfbiom schon relativ realistisch anzutreffen wäre. Also warum nicht? Ich meine, wir brauchen sowieso viel mehr
gefährlichere Mobs, oder? Ich kann mal gucken, was rauskommen würde, wenn wir dieses mal töten würden. Wir würden tatsächlich ein Krokodilei rausbekommen, das wir auch so pflanzen können. Und natürlich das Leder von dem Krokodil, das man eigentlich nutzen könnte für eine stärkere Lederrüstung, oder? Ein Grizzlybär wäre auch vor allen Dingen etwas Gutes, was man in anderen Biomen, wie zum Beispiel einem Tigerbiom, gut antreffen könnte. Er kann sich natürlich genauso hinsetzen wie jetzt ganz normale Panda-Mobs und kann natürlich auch interagieren und muss nicht unbedingt immer böse sein. Mit einer random Chance, ob er aggressiv ist oder eben nicht, haben wir die Möglichkeit, entweder Freunde zu finden mit ihm oder tatsächlich eben unseren Tod. Er ist relativ knockback-resistant und vor allen Dingen hat relativ viel Leben. Kommen wir mal zu einem Boss, beziehungsweise zu einem etwas unrealistischen Mob, den wir haben können, und zwar nämlich eine Skelettschlange, beziehungsweise was auch immer das sein soll. Jedenfalls sieht eigentlich ziemlich cool aus, kann sich aufbauen, kann auch jagen gehen und uns natürlich auch angreifen, wenn es möchte. Hat einen riesigen Schädel, den wir tatsächlich auch bekommen können und bietet endlich mal auch etwas abgespacedere. Getroffen werden kann hierbei nur der Kopf und droppt tatsächlich auch eine Menge Knochen, was eigentlich ziemlich cool ist. Kommen wir mal zu etwas, was ein wenig unspektakulärer ist, und zwar eine Fliege. Eigentlich eine Sache, die definitiv rein könnte, da es ein weiteres Flugobjekt ist, wie jetzt zum Beispiel eine Biene, die wir auch schon drin haben, und tatsächlich nicht so viel mit sich bringt. Aber einfach etwas, was definitiv Minecraft ein wenig attraktiver machen würde und was ja auch niemanden irgendwie wehtun würde. Achso, gerade ist hier ein Waschbär ein bisschen am Trinken gewesen, also ein Waschbär würde es zum Beispiel auch geben, und das Gute ist, ähnlich wie beim Fuchs kann er Sachen klauen und natürlich damit auch interagieren, wie man es jetzt hier sehen kann. Wäre auch eigentlich mal ganz cool, wenn er tatsächlich auch Sachen aus den Kisten klauen kann. So hat man nämlich immer noch die Pflicht, irgendwie sein Haus zu bewachen. Das macht das Ganze ein wenig aufregender, oder findet ihr nicht? Eine weitere Sache ist zum Beispiel ein Kolibri. Ein Kolibri würde dann einfach anfangen, Blumen auch zu bestäuben, wie jetzt zum Beispiel ein Bienenvolk ebenfalls. Allerdings sorgt es dafür, dass tatsächlich auch weitere Blumen gepflanzt werden können, indem sie ihre Samen verlieren und dann weiter hochgezogen werden. Ansonsten ziemlich hübsch und tatsächlich auch ziemlich cool. Kommen wir mal zu einem etwas größeren Mob, den ich definitiv gerne im Spiel sehen würde, aber relativ unrealistisch ist. Denn bevor wir den bekommen, muss einiges geschehen, und zwar nämlich der Orca. Orcas passen eigentlich perfekt in dieses Eisbiom mit rein, da sie ja auch dort ganz gut schwimmen können und würden definitiv Sinn machen. Auch hier muss das Ganze nicht immer negativ sein. Er kann uns allerdings auch sehr schnell töten. Ich meine, wenn ich mir das Ganze jetzt mal angucke, er kann theoretisch drumherum schwimmen und uns tatsächlich auch so Effekte geben. Allerdings kann er uns natürlich auch töten. Und zwar richtig schnell töten. Ihr seht, 5 Herzen Schaden, schon enorm groß. Eine Sache, die unrealistisch ist, aber ziemlich, ziemlich cool wäre, wäre tatsächlich ein Phönix. Ein Phönix irgendwo, dass er wirklich unglaublich selten wäre in Minecraft, wäre was richtig Cooles und sich zum Beispiel in den Berglandschaften von der neuen Version verstecken kann, da wir jetzt ja die Möglichkeit haben, wirklich richtig schöne Berge zu haben und vielleicht irgendwo oben random regenerierte Höhlen sind, die dafür sorgen können, dass wir auch Phönixe antreffen können, welche uns dann zum Beispiel ein Rüstungsteil geben können oder ein Item, was uns dauerhaft Feuerresistenz geben oder vielleicht sogar ein extra Leben, wer weiß, wäre eigentlich was ziemlich Cooles. Sie geben allerdings einen Effekt, und zwar nämlich, dass wir extrem schnell zu Boden fallen, also so. Und zwar nur, weil wir einen Phönix getötet haben. Das heißt, man hat immer einen Negativeffekt, sehr dolle Schwerkraft, sagen wir mal so. So kann man theoretisch auch nicht aus dem Wasser rauskommen und wird dann, solange man den Effekt hat, tatsächlich ertrinken. Eine Sache, die wir ziemlich gut eigentlich auch im Dschungel benutzen können, wäre zum Beispiel ein Gorilla. Gorillas wären zum Beispiel sehr cool, kann man ja auch kombinieren mit anderen Affenmobs zum Beispiel. Die würden ziemlich gut reinpassen und könnten hier auch tatsächlich dafür sorgen, dass wenn wir einen hauen und wir haben noch einen zweiten daneben, einen größeren, dass tatsächlich dieser Silberrücken dafür sorgt, dass das gesamte Affenvolk uns hinterherläuft und versucht irgendwie zu töten. Des Weiteren können die Sachen schmeißen, was das Ganze auch nochmal ziemlich, ziemlich cool macht. Das Coolste ist, dass sie wirklich einen gezielten Anführer haben, also diesen hier zum Beispiel, und sich tatsächlich auch ihm unterstellen, was das Ganze nochmal realistischer macht. Und ihr seht, sie können tatsächlich auch dafür sorgen, dass hier Blöcke abgebaut werden oder was auch immer. Eine weitere Sache, die wir hinzufügen könnten, wäre zum Beispiel eine Moskito. Also ein richtig ekliges, schönes Stechding. Etwas, was ich absolut hasse in Real Life schon. Dementsprechend sehr unrealistisch, dass es in der Form auch so reinkommen würde. Denn ich glaube, bevor so ein Moskito hinzugefügt werden würde, würden wir wahrscheinlich eher erstmal andere Sachen klären und andere Sachen hinzufügen, die deutlich dringender da sind. Vergiftung kann man tatsächlich trotzdem kriegen, wenn man gestochen wird, aber nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Aber allein, wenn ich den Sound höre von den Viechern, habe ich schon keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen. Eine Sache, die ich mir ziemlich gut vorstellen könnte, allerdings erstmal relativ unwahrscheinlich ist, ist eine Schlange. Und nicht irgendeine Schlange, sondern eine Klapperschlange. Also sie
könnte klappern, wenn wir uns in der Nähe aufhalten und uns tatsächlich auch direkt angreifen. Hier zum Beispiel kann sie uns natürlich auch enorm krassen Giftschaden machen. Das heißt also, wir haben nicht nur Poison 2, sondern tatsächlich auch Poison 3. Und das Ganze macht das wirklich deutlich tödlicher, als man denken würde. Was ich eigentlich ganz cool finde, weil das nämlich auch durch die Rüstung durchgeht. Eine Sache, die sich überall verbergen kann und das Spiel nochmal deutlich ansprechender macht, meiner Meinung nach. Kommen wir mal zu einer Sache, die wir eher unwahrscheinlicher in der richtigen Welt finden, allerdings mehr im End. Und zwar nämlich ein Endergrade. Also ein Mob, der wie eine Raupe sich praktisch gesichtslos auch oberhalb des Bodens befinden kann. Das heißt also, er kann fliegen auf eine komische Art und Weise, aber im End macht er sowieso alles keinen Sinn und ist komplett ausgedacht. Von daher wird es gut reinpassen, eigentlich ein sehr friedlicher Mob. Wir müssen mal gucken, was dieser droppen würde. Er kann natürlich auch schneller werden, aber ist relativ harmlos. Okay, er wäre nur so ein Dekorationsmob, so wie ich das verstanden habe, wo wir gerade von gequatscht haben, und zwar nämlich ein Hammerhai. Eigentlich eine ziemlich coole Sache, frisst Fisch, kann uns auch angreifen, wenn wir uns im Wasser befinden, und würde ich selber sehr, sehr doll feiern. Muss ich ehrlich sagen, würde super reinpassen. Einfach mal etwas weiteres, was uns auch ganz normal, egal wo wir sind, angreifen könnte. Und eventuelle Kämpfe zwischen Tintenfischen und Haie wären natürlich nicht ausgeschlossen und könnten natürlich für richtig coole Sachen sorgen. Eine Sache, die wir ebenfalls eigentlich hinzufügen könnten, wären Hummer. Und zwar auch in verschiedenen Farben. Mal blau-rot, mal komplett rot, mal blau. Also auch hier gibt es Varianten, aber nur diese beiden eben. Wobei die blauen deutlich seltener sind. Aber hier eigentlich ziemlich cool, da wir hier die Möglichkeit hätten, auch eine weitere Nahrungsquelle zu haben. Und sie können uns natürlich auch angreifen. Sie können aber nicht nur das, sie können natürlich auch andere Sachen durchschneiden, wie jetzt zum Beispiel Zuckerrohr, wie sie es hier gemacht haben, suchen einen direkten Weg ins Wasser, weil sie nämlich auch nicht unbegrenzt draußen rumlaufen können. Aber eigentlich ziemlich cool, wie ich finde. Kommen wir mal zu einer Sache, die wahrscheinlich in der Wüste ziemlich gut ankommen würde, und zwar nämlich ein Komodo-Varan. Ein weiterer Mob, der uns tatsächlich auch attackieren kann und uns auch einen Gifteffekt hinzufügen kann. Das Ganze wäre neben der Klapperschlange definitiv eine Sache, die ich nicht ausschließen könnte, und tatsächlich können diese auch miteinander kämpfen und sich paaren. Irgendwie sieht das ja ganz süß aus, aber sie können natürlich auch sehr tödlich sein. Würde ich zu gerne hier sehen, definitiv, aber trotzdem viel zu spezifisch und dementsprechend unrealistisch. Also kommen wir mal zum wirklich ekelhaften Vieh, was ich mir gar nicht lange angucken möchte. So ein Tausendfüßler in einer riesen Ausform. Eine Sache, die ich absolut abstoßend finde und nicht haben möchte. Ich finde es eklig und ich glaube, vom Stil passt es auch nicht so gut rein in Minecraft. Könnte aber natürlich trotzdem sein, dass das irgendwann hinzugefügt wird. Ich hoffe es nicht. Als Erweiterung des Frosches würde ich mir echt gerne hier so etwas vorstellen. Also einen Riesenfrosch, der tatsächlich uns auch verschlingen kann. Ja, so nämlich. Und zwar uns einfach verschlungen. Ansonsten eigentlich friedlich angehaucht und auch richtig gute Animationen hier mit dem Bläschen hinten. Also macht schon Sinn. Eine weitere Sache, die hier ziemlich gut reinpassen würde, wären tatsächlich Elche, da diese nämlich auch ein kleines Klischee, sag ich jetzt mal, in solchen Wäldern, in solchen Tiger-Biomen eigentlich erfüllen würden und ziemlich gut reinpassen würden. Meiner Meinung nach, sie können natürlich auch Kämpfe miteinander austragen, so mit ihren Geweihen, und die Babys sind eigentlich auch ganz süß. Also von daher würde ich die echt gerne sehen und die sind gar nicht so unrealistisch, dass sie reinkommen werden. Also warum nicht? Mini-Cubes. Also praktisch eine End-Variante von den Slimes. Was die können, weiß ich jetzt nicht. Sie können... Was sind das? Spawn-Eier? Ah nein, ich sehe, okay, sie machen eine Replika von dem Item, was ich in der Hand halte. Schlag ich die hier mit, wird dieser nämlich auch hier so eine Sache hier zücken. Und wenn wir die natürlich attackieren, können die uns natürlich zurück attackieren. Und zwar wirklich gut. Zu dem Elefant selber brauche ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Eigentlich selbsterklärend, können wir in Savant zum Beispiel auch treffen und kann uns natürlich selber auch angreifen. Gerade wenn ein Junges in der Nähe ist, kann es sehr tödlich für uns enden. Ihr seht, er hat unglaublich viel Leben und ist dementsprechend nicht so einfach down zu kriegen, aber zu dem brauche ich nichts mehr erklären eigentlich. Jetzt mal eine Sache für die Pilzinsel, welche eigentlich ziemlich gut ankommen würde. Ein Mungus nämlich, und zwar erinnert mich sehr, wirklich sehr an Among Us, dementsprechend sehr unrealistisch, sieht aber ziemlich cool aus und würde eigentlich auch gut auf so eine Pilzinsel passen, oder? Ich weiß jetzt nicht, was deren Job ist, die laufen einfach nur mit ihrem Rucksack da durch die Gegend, würde ich ziemlich feiern, aber wird so niemals reinkommen, ne? Sind wir uns einig. Eine Sache, die ich unglaublich feiern würde, ist tatsächlich ein Guster, das heißt also ein Sandsturm als Mob, was ich unglaublich feiern würde. Ihr seht, was das Ganze anstellt, er kann mich wegschleudern, er kann mich einsaugen. Eine Sache, die ich so cool finden würde und tatsächlich auch gar nicht so blöd wäre. Man kann ihn natürlich angreifen, aber er kann uns selbstverständlich selber töten. Kommen wir mal zu einem sehr starken Mob, und zwar nämlich ein Warped Mosco, also eine sehr große Fliege, sehr muskelbepackt.
packt, wie zum Beispiel ein Eisengolem auch, kann fliegen und uns tatsächlich sehr schnell töten, kann Blätter und auch andere Sachen zerstören und uns wirklich, also wirklich schnell töten. Ich meine, er hat unglaublich viel Leben. Ich habe den schon mal in einigen Mods getestet und da war der wahnsinnig stark. Also hier hätten wir auf jeden Fall einen Boss-Mob, den wir angreifen könnten, aber da glaube ich tatsächlich, dass der etwas zu stark für meinen Geschmack wäre. Also das wäre wirklich Wahnsinn. Wenn ich jetzt im Survival wäre, ich will es gar nicht testen, weil er einfach viel zu stark ist und ich das nie schaffen würde. Ein Kollegen, den wir tatsächlich in Deep Dark finden könnten, wäre ein Straddler. Also eine Variante auch eines Golems, der sehr viel aushält, aber selber nicht so aktiv ist. Er läuft direkt weg und lässt auch Basalt fallen und ist eine kleine Schissbüchse, also ziemlich, ziemlich friedlich, könnten wir theoretisch auch benutzen. Und der guckt sehr, sehr grimmig tatsächlich. Das manische Teufel, gibt es nicht viel zu sagen, Fuchs-ähnliches Teil, was einfach nur ein Deko-Mob wäre tatsächlich, also der einfach nur in der Wildnis rumlaufen würde, hätte jetzt an sich keine weiteren krassen Features. Ein Drop wäre jedoch ziemlich cool, ein sehr krass angsteinflößender Bär, den wir im Nether finden würden. Also ein weiterer Mob, der sehr gefährlich sein kann und auch andere Sachen angeben kann. Ihr seht zum Beispiel, dass der tasmanische Teufel sich auch totstellen kann, damit ihn andere Mobs nicht angreifen. Definitiv ein Mob, den ich ungern begegnen würde, kaum Knockback und sehr tödlich für uns. Was aber weniger tödlich ist, ist hier ein Biber. Gerade in diesem Flussbiom, und ich würde es einfach zu sehr feiern, wenn er einfach sich wirklich jetzt Holz schnappen würde, so einen Baum abbauen würde und tatsächlich dafür sorgen würde, dass er einen Damm baut. Das wäre super cool. Kommen wir zu einer Sache, die ich mir wirklich gut vorstellen kann. Vielleicht nicht ganz so groß, aber eine Ameise. Was ziemlich interessant wäre, da man... Oh, guck mal, hier hat man sogar ein Krokodil. Da man damit ganze Völker hätte. Man hätte irgendwo eine Königin, die mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit spawnen würde. Aber man hätte Ameisenarbeiter, die tatsächlich dafür sorgen, dass hier auch ganz viel abgebaut wird und vieles in ein Nest getragen wird. Was unterirdisch auch vor allen Dingen funktionieren würde und auch selber bebaut werden kann. Was das Ganze nochmal auf ein ganz neues Level hebt, da man da unendlich verschiedene Varianten von Ameisennestern finden könnte, die unterschiedlich groß sind, rekrutieren und das weiter ausbauen können. Eine Art künstliche Intelligenz zum Beispiel. Okay, kommen wir mal zu einer Sache, die ein bisschen rumgespinnt ist, und zwar das Teil hier. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist irgendwas im End und sieht auch wirklich räudig aus, also keine Ahnung, warum das drin sein sollte. Naja, machen wir weiter. Kommen wir zu einem Adler, der dafür sorgen kann, dass auch einige andere Vögel auch ausgeraubt werden können, beziehungsweise getötet werden können. So kann er dann kleinere Sachen, wie zum Beispiel die Kolibris oder zum Beispiel auch, wie zum Beispiel jetzt den Lachs, tatsächlich aus dem Wasser fischen, was eigentlich auch ziemlich cool ist, wie ich finde. Muss ich ehrlich sagen. Passt zu einer Savanne, wenn jetzt nicht nur hier diese Böcke oder zum Beispiel auch Hyänen, wie wir es jetzt hier haben, sondern natürlich auch richtig ekelhafte Brummer, also diese Dinge hier. Wobei ich denke, dass solche Tiere hier, aber eigentlich wurden die ganz gut abgelöst hier durch, also das sind ja Gazellen, eigentlich ganz gut abgelöst worden durch die Ziegen, deswegen glaube ich, in die Richtung kommt nichts. Hyänen wäre eine Möglichkeit tatsächlich. Dafür gibt es zwar eigentlich schon die Wölfe, aber vielleicht hier nochmal. Aber eine Sache, die es noch gibt, ist natürlich auch die Kängurus. Die würden tatsächlich auch eine Menge Sinn machen und würden das Ganze nochmal deutlich interessanter machen, wie ich finde. Sie können uns selbstverständlich auch angreifen, wenn sie wollen, da sie ja nicht ganz ohne Schutz sind. Ne? Sie können sich hier aufrichten und tatsächlich auch uns schlagen. Jetzt kommt der krasseste Mob, den wir bisher hatten. Und zwar nämlich der Voidworm. Problem ist, es gibt noch kein passendes Biom für ihn. Dementsprechend ist er jetzt noch fehl am Platz. Es sei denn, es gibt eine weitere Dimension, ein Void, keine Ahnung, was auch immer. Jedenfalls sieht das Ganze so aus und er kann fliegen und tatsächlich uns auch angreifen und das nicht gerade gering. Also er kann hier wirklich, er ist mobil, er ist nicht einfach zu treffen und das macht ihn zu einem schwierigeren Ziel als jetzt ein Enderdrachen und das bei weitem. Er ändert komplett das Klima um sich herum, wie es der Wither ja auch tut. Und wenn wir ihn schlagen, passiert einfach fast gar nichts. Also er bekommt kaum Schaden, wie es oben in der Lebensleiste sieht. Jedoch kann er auch von nirgendwo sein Leben herziehen. Er kann Wurmlöcher machen, in dem dann zum Beispiel weitere Würmer kommen. Das ist nämlich schon der zweite und das ist das Problem an der Sache. Einer der schwerwiegendsten Aufgaben, so ein Vieh zu töten, aber vielleicht irgendwann gibt es ja eine weitere Dimension und dann könnte sowas eingebracht werden. Eine Sache, die ich jetzt nicht so doll thematisieren muss, hier zum Beispiel ein Bison und zum Beispiel eine Robbe. Beides würde Sinn machen, Robbe würde wahrscheinlich auch Sinn machen, würde irgendwo am Land chillen und so auf der Seite liegen, wären relativ ungefährlich für uns, können natürlich auch geschlagen werden und die anderen werden dann versuchen zu flüchten. Das heißt, auch hier ist das Gruppengefüge mit einbezogen worden. Und Bison, ähnlich wie beim Elefant auch, eigentlich friedlich, schlagen wir das Ding, sieht das mal ganz anders aus. Und er kann uns auch innerhalb von 2 Stößen mit den Hörnern töten. Eine weitere Sache, ein etwas kleinerer Hai, und zwar nämlich ein blinder Hai. Eigentlich ziemlich cool, wäre vor allen Dingen auch für die kleineren Fische mal ganz gut. Könnte uns angreifen, aber wirklich nur, wenn wir in der unmittelbaren Nähe zu ihm stehen,
denn sein Sinn reicht dafür einfach nicht weit genug aus. Ja, das mal so am Rande, war. Eine weitere Sache, natürlich ein Mini-Oktopus, und zwar nicht im Sinne von Tintenfischen, hebt sich schon deutlich ab, aber wäre schon ziemlich cool, wenn wir ihn hauen, kann er natürlich auch seine Farbe ändern und sich anpassen. Er kann sich also um die Blöcke drumherum auch anpassen, wenn er das möchte. Mal ein bisschen dunkler werden. Hier seht ihr es zum Beispiel, hat er sich versucht, hier an das anzupassen. Hier kann er mal grau werden, mal braun, wie auch immer. Ziemlich cool. Und kommen wir mal zu einer Sache, die ich eigentlich gerne sehen wollen würde, die aber niemals so reinkommen wird. Kann ich euch gleich schon sagen. In kälteren Biomen fehlt mir einfach die Vielseitigkeit der Mobs. Und dafür finde ich eigentlich solche Sachen ganz cool. Etwas sehr Unrealistisches wird auch niemals so reinkommen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das genau ist. Es nennt sich Frostwalker. Und wenn wir es hauen, kann er praktisch so Eisspitzen schießen. Was eigentlich eine ziemlich coole Sache ist. An sich ist er nicht ganz so gefährlich, aber er kann eben die abschütteln. Und ihr seht, je öfter ich ihn haue, desto weniger Zacken hat er. Das heißt, er schüttelt die wirklich voll und ganz ab. Jetzt zum Beispiel können wir ihn gleich... Er ist praktisch die einzige Quelle, aus dem wir blaues Eis bekommen. Ihr wisst schon, das ist ganz normal Packed Eis, aber blaues Eis ist sonst nicht als Block zu bekommen. Dadurch ist das die einzige Möglichkeit, wie wir an dieses Eis kommen können. Kommen wir mal zu einem weiteren Boss, und zwar ein Leviathan. Ein ziemlich fettes Ding, würde sich im Nether befinden und macht das Ganze nochmal ziemlich interessant. Da wir einen weiteren Nether-Boss haben, was das Ganze ziemlich cool macht. Er kann nämlich durch Lava schwimmen und würde damit in den großen Seen ziemlich gut aufgehoben sein. Und er kann uns allerdings auch in die Lava ziehen, was das Ganze ziemlich risky macht, mit ihm zu kämpfen, da er eben dafür sorgt, dass wir unsere ganzen Sachen verlieren können. Kommen wir zu einem weiteren Endmob, und zwar nämlich das hier, ein Cosmo. Also ziemlich friedlich auch hier wieder. Kann uns natürlich auch angreifen, wenn wir es einfach nur auf genug hauen. Und zwar mit diesem Rüssel kann es nämlich uns Leben saugen und wird sich selber was geben. Ihr seht, es ist so eine Art fleischfressende Pflanze hier. Aber es kann uns praktisch Leben nehmen und sich selber hinzufügen, was das Ganze ziemlich cool macht. Und es droppt tatsächlich auch diese Chorusfrüchte. Gucken wir weiter, einen weiteren Papagei mit verschiedenen Ausführungen, verschiedenen Farbvariationen, was das Ganze nochmal ziemlich cool macht und nochmal viel naturgetreuer. Aber eine weitere Sache, die ich ziemlich cool finde, eine Anaconda. Also eine Schlange, die wir theoretisch eigentlich ausschließlich in einem Sumpfbiom finden sollten oder vielleicht auch in einem Dschungel. Etwas ziemlich Gutes, und es könnte anfangen, uns zu würgen und uns ersticken zu lassen. Also wirklich eine ziemlich coole Sache, ist meiner Meinung nach genau richtig getroffen und würde definitiv gut in das Spiel reinpassen. Also warum nicht? Ein bisschen abgespacer wird es denn, wenn es zu diesem Mob kommt. Also Rocky Roller ist jetzt auch nicht so ein geiler Name, aber ist das nämlich so ein Vieh, was man in Höhlen finden kann. Sehr resistent, hält ziemlich viel aus und sorgt dafür, dass wir hier wirklich diese ganzen Grottensachen finden. Eigentlich ein ziemlich cooler Mob, kann uns auch angreifen, wenn es möchte. Also ziemlich gut getroffen. Eine weitere Sache, die ich ziemlich cool finde, die es in Lush Caves geben könnte, sind zum Beispiel diese Flatter. Das heißt also laufende Blumen eigentlich. Die sind komplett harmlos und würden einfach nur ein bisschen alles ausfüllen. Er hat hier so zwei leuchtende Augen und sie können natürlich fliegen mit diesen Blütenblättern. Was das so viel cooler macht, ich würde sie unglaublich gerne in Lush Cave sehen, aber ziemlich unwahrscheinlich. Und eine weitere Sache, einfach nur zum Auffüllen der Landschaft, wäre eine Feldmaus, die dafür auch sorgen kann, dass wir irgendwo Löcher haben, auch so ein kleines Nest. Und wo sie sich dann zurückziehen können. Wäre echt ziemlich cool, wenn wir das Ganze hier finden könnten. Eine Sache, die ich unglaublich cool finde, ist tatsächlich ein Mob, der sich wie eine Qualle bewegt. Beziehungsweise eine Qualle selber, denn hier hätten wir zum Beispiel verschiedene Varianten, so leuchtende Quallen zu finden. Natürlich muss das nicht so umgesetzt werden, denn so wird das niemals umgesetzt, denn so ein Rainbow-Look passt einfach nicht zu Minecraft. Außer wir kriegen ein neues Biom. Aber eigentlich ziemlich cool. Auch hier könnte es verschiedene Varianten geben, egal ob es giftige Quallen sind oder eben nicht. Sie wären One-Hit und machen das Ganze zu einem leichten Ziel, womit wir auch Sachen und Essen sammeln können. Und sie würden natürlich in Schwärmen auftreten. Das würde ich ziemlich cool finden und würde das Ozeanleben definitiv aufpimpen, wie ich finde. Genau wie so ein Pelikan einfach. Kommen wir zu einem weiteren Mob, der ganz gut für eine Pilzinsel geeignet ist, und zwar nämlich der Pufungus. Haben wir schon öfter in verschiedenen Mobs gesehen, es ist eigentlich ein riesiger Hase mit einem Pilz auf dem Kopf. Ja, ist eigentlich ziemlich cool und ziemlich freundlich, das heißt, er kann niemanden angreifen, er ist ein absoluter Kuschelmob und hält allerdings viel auf, ist ja auch ziemlich groß, das Ding. Droppt ganz normal Pilze und ist absolut harmlos. Würde das Ganze nochmal ziemlich viel verleihen und würde ich ziemlich cool finden, wenn es so etwas geben könnte. Genauso wie ein Riesen-Oktopus. Wäre es ziemlich cool, wenn es den geben würde,
welcher uns nämlich auch ziehen kann. Ihr habt eben gesehen, ich mache nichts und er kann uns praktisch greifen mit seinen Fühlern. Und dann sehen wir so aus. Ihr habt gesehen, er kann uns nämlich auch greifen, wenn er das möchte. Und dann haben wir nicht viele Möglichkeiten, ihm zu entfliehen. Wäre ziemlich cool, wenn es dann halt noch einen Orca gibt, damit man wirklich ein richtig geiles Battle hier haben kann. Also why not? Also ich würde es feiern. Eine unglaublich coole Sache, welche ich finden würde, wenn das Ganze an Schiffswracks auftaucht. Und zwar nämlich so ein Skelett. Fisch. Also so ein absoluter Piratenfisch, welcher die Möglichkeit hat, auch Drowns drauf zu spawnen und tatsächlich dann auch an Schiffswrack angetroffen werden kann oder auch an alte Ruinen. Sie sind super schnell, super tödlich und würde absolut gut zu diesen Drowns passen, da sie einfach dafür sorgen, dass sie nochmal gefährlicher sind und vor allen Dingen es einen weiteren Reitermob geben würde dadurch. Also ziemlich cool, es passt ja auch Augenfarbe und Farbe, naja, von den Drowns, aber naja. Kommen wir zu einem Uhu bzw. einer Eule. Oder was das auch immer ist. Die Augen pochen wie bescheuert und sie sind ziemlich witzig, können sich praktisch auf Bäume setzen oder in Bäume rein. Eigentlich eine ziemlich coole Variante, eigentlich auch nur dazu da, das Ganze ein wenig besser zu gestalten und ein bisschen farbenfroher zu machen. Eine Sache, die absolut nichts damit zu tun hat, was es bereits in Minecraft gibt und auch niemals so existieren wird, ist tatsächlich ein Fazir. Platzieren wir den mal, seht ihr genau, was passiert. Es spawnt so ein absolutes Robo-Ding, was irgendwie ziemlich scuffed ist und so verpixelt und ich weiß nicht mal, wie es funktioniert. Also absolut fernab der Realität, aber ein absolut starker Mob, aber wird so niemals passieren. Eine coole Sache, die gerade in diesen großen Tiger-Biom gut reinpassen würde, sind solche Gleithörnchen. Sie haben nämlich die Möglichkeit, auch von Baum zu springen und tatsächlich auch zu gleiten, wann sie das auch immer wollen. Wir können mal probieren, wie das Ganze aussieht. Schubsen wir den mal runter. Okay, irgendwie machen die das nicht, aber sie können auch klettern, wie ihr sehen könnt, und das ist schon ziemlich cool. Jetzt kommen nochmal ziemlich coole Mobs, und zwar nämlich einen neuen Mob für das Deep Dark. Ein Mob, der dafür sorgt, dass er tatsächlich mit seinen Händen so doll klatschen kann, dass einfach umliegende Mobs direkt sterben werden, wenn sie in ihrem Kreis liegen, da die das nämlich nicht aushalten. Er ist absolut für uns eigentlich ziemlich, ziemlich ungefährlich, kann aber andere Mobs töten, uns Schaden machen damit, aber an sich ziemlich schnell down, wie ihr sehen könnt. Zwei Hits mit der Faust und das war's. Eine Sache, die eigentlich ziemlich creepy wäre, wäre ein Underminer, also so ein Viech. Ein Geist mäßig, der in den Boden versinken kann und tatsächlich auch mitten in der Wand drin irgendwo anfangen kann zu minen und auch neben dir, wenn du deinen Strip-Mine-Gang machst und nach Diamanten suchst, direkt auftauchen kann, was das Ganze nochmal deutlich creepier macht. Eine Sache, die ich aber ziemlich cool finden würde, ist tatsächlich ein Stinktier. Ein Stinktier eigentlich relativ friedlich, wenn wir uns aber daneben stellen und tatsächlich dafür sorgen, dass wir den mal hitten, dann wird er auch dafür sorgen, dass er uns versucht anzusprühen mit seinem Hack. Und wenn wir da reinlaufen, dann kann er uns auch ziemlich doll wehtun, nämlich nicht nur Schaden machen oder so, sondern er kann tatsächlich dafür sorgen, dass wir auch, ja, dass uns ein wenig schwindlig wird, sagen wir mal so. Eine Sache, die eigentlich ziemlich süß ist, ist tatsächlich so eine Bananenschnecke. Eine Schnecke, die einfach ganz normal hier rumzieht und die Schleimspur zieht, absolut ungefährlich. Und kann man theoretisch auch in jedem Biom antreffen, wie man halt eben möchte. Je nach Biom verändert es natürlich die Farbe und die Variante. Das heißt, die Muster sind auch komplett unterschiedlich und passen sich der Umgebung an. Irgendwie ist die Ghost-Spitzhacke ganz schön heftig. Ich probiere die gerade mal aus. Also so schlecht ist sie gar nicht. Keine Ahnung, warum ich so aussehe. Wahrscheinlich durch die Sachen, die ich von diesen komischen Quallen gegessen habe. Aber ist ja auch egal. Falls ich einen weiteren Teil dazu hochladen soll, einfach ein Abo da lassen. Ist ein Klick für euch und für mich eine große Unterstützung. Schreibt mir in die Kommentare, was für einen Mob wollt ihr unbedingt in Minecraft sehen. Bei mir ist es immer noch der Hai. Mein Name ist Flash und ich wünsche noch einen ganz angenehmen Tag.